Willkommen zum 7. Spieltag der SC2CR. Heute haben wir für euch Mouse Control gegen Izuba Intel. Und wir sind direkt auch schon im ersten Spiel, hier zwischen Darko Micron und Meni vom Team Izuba. Meni ist natürlich auch Protoss. Na? Jetzt stimmt's. Wunderbar. Und du hättest dich vielleicht in der Ankündigung ein bisschen verschreiben können und sagen, wir haben Mouse Sports gegen Azubu oder sowas in der Richtung, da hätten wir vielleicht mehr Zuschauer. Ja gut, aber Izuba ist ja auch ein relativ großes Team und hat sich auch schon in vorigen Seasons einen Namen gemacht. Was mich natürlich ein bisschen ärgert, ist, dass wir hier immer wieder unser Standard-Matchup haben. Irgendwie scheinbar in der Glanz.de-Liga eher Protoss vertreten. Viele Protoss. Ja, jedes Mal PvP. Und die beiden jetzt hier auch schon schön mit dem Mirror. Nehmen wirklich alles gleichzeitig, Gas gleichzeitig, Gate. Und das fast auf die Millisekunde genau. Nicht schlecht. Ja, hier schon die erste Änderung, aber inzwischen von Darko Micron. Der jetzt nämlich mit dem zweiten Gas schon am Start. Mal schauen, wenn Meni das nachsetzt. Ja, bis jetzt noch nichts. Ist immer noch nicht zu spät, um noch ein zweites Gas setzen. Also da ist immer noch jeder Tech-Part offen. Ja, und Meni scoutet jetzt hier auch die Base von Darko Micron und sieht das zweite Gas, sieht, dass hier der Cybercore gerade gesetzt wurde und insofern erstmal nichts irgendwie Ungewöhnliches. Nimmt jetzt auch sein eigenes zweites Gas. Das kann Darko auch sofort sehen. Und das Spiel nimmt erstmal seinen Lauf. Ja, und Darko skippt jetzt hier scheinbar erstmal den ersten Zealot und setzt stattdessen sein zweites Gateway ein bisschen eher. Mal gucken, wann von Meni das danach kommt. Bis jetzt kann er nämlich einfach komplett ungestört hier die Base durch sieben. Und ja, hat eigentlich komplette Informationen über das Spiel. Ja, auch der erste Zealot hat eigentlich keine Möglichkeit, eine Probe zu vertreiben. Er ist einfach nicht schnell genug, um damit der Midi-Range dann den Schaden austeilen zu können. Aber jetzt wissen beide, okay, der Stalker, der Gegner kann bald da sein, verschwinden mit den Scouting Probes. Ja, und bei Meni kommt jetzt auch hier das Twilight Council. Der hat natürlich den Zealot gebaut, hat ihn auch hier vorne an der Rampe platziert. Das heißt, wenn jetzt der Stalker kommt, dann hat der Zealot zumindest schon mal, sage ich mal, einen Schlag auf die Probe abgekriegt. Und die sollte dann eigentlich im Idealfall es nicht unbedingt schaffen, auf die Ramp hochzukommen. Ja, von Darko Micron jetzt auch noch mehr Stalker, aber sonst noch kein weiterer Tag zu erkennen. Schauen wir mal, welche Richtung er sich da bewegt. Hat er das zweite Gateway eigentlich relativ früh geholt? Aber er hat halt jetzt ein kleines Timing, wo er mit drei Stalkern Druck machen kann und rausfinden kann, was die Gegner für eine Unit Composition und vielleicht sogar für Tag Path rausfinden. Ja, Meni hat es jetzt hier geschafft, nochmal eine Probe rauszuschicken, das ist echt nicht schlecht. Darko konnte natürlich einen Proxy-Pylon setzen, was ihn jetzt vielleicht genau dieses Timing dann ausnutzen lassen kann. Jetzt ist aber erstmal sein einer Stalker hier ziemlich unter Bedulde, wird hier von zwei Stalkern und einem Zealot behakt und vielleicht, na, hätte sogar sein können, dass die jetzt hier nach dem Proxy-Pylon mal suchen. Aber Meni setzt jetzt erstmal sein eigenes, denn der hat hier einen Dark Shrine, der schon zur Hälfte fertig ist. Und ja, sollte eigentlich vom Timing her passen. Darko hatte die Rope schon fast fertig und normalerweise ist ja das erste, was man baut, dann eben der Observer, um gegen so eine DT-Timings sicher zu sein. Ja, aber scheinbar hat hier sein Timing verpasst, denn Meni kann jetzt hier mit vier Stalkern gegen die drei Stalker von Darko ja, einfach klar Schiff machen und die vertreiben. Aber zu Hause hat er ja noch richtig viel Armee, mindestens ein paar Sentries. Es kommt jetzt logischerweise darauf an, was dann mit dem, wann er endlich den Observer baut, und das würde ich mal nach dem Immortal auf jeden Fall machen. Das ist einfach viel zu risky. Und jetzt könnte er halt, wenn er den Schatten gut sieht, halt die Rampe trotzdem noch zu forcefielden. Wäre ein Riesenvorteil, wenn er schaffen würde. Ja, er sieht sie scheinbar nicht. Jetzt hat er sie, glaube ich, gesehen. Ja. Ja, das sieht ganz danach aus. Und setzt das Force-Field? Ja, aber ein DT kommt leider rein. Schade. Und wenn aber, sich. Aber der Observer ist schon fast da. Ja, sollte eigentlich nicht zu viel Schaden nehmen. Ja,
Aber die Echse ist halt auch in Gefahr. Muss gecancelt werden. Also insofern hat sich das für Meni jetzt schon gelohnt. Er hätte vielleicht sogar die Team ein bisschen mehr ausnutzen können, indem er dann hier oben hingelaufen wäre und da reingeworfen hätte. So verliert er jetzt nämlich erstmal den DT und den Stalker, hat hier scheinbar seine ganze Armee unter Move Command gehabt und konnte insofern die beiden nicht mehr retten. Jetzt sind natürlich auch die beiden Pylons hier ziemlich exposed und können demnächst von Darko, ich nehme an, dass er ahnen wird, dass hier schon irgendwo ein Proxy Pylon steht, kann er die wohl aufräumen. Kann aber im Moment nicht raus, um die wirklich zu suchen und zu vernichten, ne? Zu wenig Verteidigung für die Lane-Base. Und Meni begibt sich jetzt hier auf der Suche nach dem Pylon von Darko und den hat er inzwischen auch gefunden. Und tech-mäßig ist er jetzt auch Richtung Robo unterwegs, hat seinen Nexus schon zur Hälfte fertig, also eigentlich ganz gut aufgestellt. Aber vom Supply her hat er deutlich hinten und das ist halt das Abi-Supply, was jetzt hier durch die zwei Immortals auch gegeben wird und die ganzen Stalker. Und ich denke mal, sobald Darko hier noch einen zweiten Observer hat und eventuell sich Richtung Forge bewegt, könnte er sogar rausgehen, um dann einen Counter-Goal zu machen. Beide sind im Moment relativ defensiv aufgestellt, wollen den Tech und die Eco. Das ist gerade richtig gefährlich, denn die drei Stalker sind momentan noch zu wichtig für Darko, die sollte er nicht verlieren. Schickt jetzt aber auch nicht den Rest seiner Armee hin, doch jetzt geht er los. Aber schon einen Stalker verloren und ich glaube, der zweite wird ja auch noch fallen. Na, das ist halt ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel hier. Man muss wirklich aufpassen, dass man mit den Immortals nicht einfach so reinrennt. Also da kann sich Meni auch ganz schön verschätzen, denn so ein Immortal macht wirklich kurzen Prozess mit dem Stalker. Ja, Darko, relativ gute Sicht. Weiß vom Tech her, ja gut, er weiß halt noch von den Gargates. Jetzt geht er rein. Kann jetzt hier den Nexus sehen, dass schon relativ gute Saturation da ist, inzwischen auch Immortals. Und Meni auf der anderen Seite bewegt sich jetzt nochmal raus, möchte hier nochmal einen Proxy-Pilot setzen, um dann vielleicht sogar eine Offensive zu starten, denn er hat jetzt noch zwei weitere, beziehungsweise noch einen weiteren Immortal im Bau. Ja, weiß nicht, vielleicht sollte er eher warten, bis die Economy von der zweiten Base wirklich reinkickt. Also beide sind ja im Moment vom Supply noch sehr ähnlich. Aber eigentlich hat Darko Mikron doch fast jeden Bereich Vorteile. Er ist ein Tech-Fighter, hat jetzt schon gleich zwei Glosse mit Range. Er hat Upgrades schon angefangen. Und dazu hat er noch den leichten gesamten Supply-Vorteil. Es wird jetzt wirklich schwierig für mich hier die Möglichkeit zu finden, wirklich nochmal das Ruder rumzureißen. Ja, eventuell sind die ganzen Proxy-Pilots, er hat ja jetzt hier eins gesetzt. Also hier drüben, er hat hier eins gesetzt. Eventuell einfach, um quasi später, wenn er irgendwie im Kampf engaged ist, dann nochmal von hinten reinzukommen, vielleicht mit ein paar Zellets ein bisschen Schaden zu machen. Ist jetzt auch zumindest aus der Richtung abgesichert dagegen, dass da welche War Prisons angeflogen kommen und ihn dann überraschen. Auf der linken Seite hat natürlich überhaupt keine Vision für ihn im Moment. Aber vielleicht holt er das ja wieder nach, auf der Minimap fährt da schon eine Probe rum. Ja, also momentan hat er glaube ich nur einen Observer, ist das korrekt? Ja. Er hat wirklich nur den einen Observer, zweiter ist aber noch nicht im Bau, er muss jetzt halt auch aufholen mit den Kolossen. PvP haben zumindest im Wings of Liberty noch ziemlich Koloss-basiert und aufgrund dessen musst du halt, also kannst du es dir eigentlich nicht leisten, dann im späteren Spielverlauf so viele Observer noch auszubauen. Absolut richtig. Allerdings sind die halt auch einfach wichtig und ihm fehlt halt jetzt momentan auch einfach die Vision. Er hatte keine Ahnung, wie viele Kolosse hat, Darko überhaupt schon. Kann ich mich hier raustrauen? Ich meine, er hat die ganzen Proxy-Pylons gebaut und hier läuft auch nochmal ein DT in die gegnerische Base. Aber jetzt kommt es erstmal zum großen Kampf zwischen den beiden. Kolosse-Anzahl sind für Darko jetzt vorne, zwei Kolosse. Und vor allem halt Midrange, also riesen Micro-Vorteil. Ja, aber hier auf der Rampe ist es ja halt trotzdem nicht ganz einfach zu kämpfen. Aber drei Kolosse gegen einen, das ist halt schon ein sehr großer Vorteil für ihn. Also der DT war jetzt in der Schlange angekommen. Ich habe nicht genau gesehen, wie viel Schaden er macht. Ja, also er nimmt ein paar Probes auseinander und er hat auch momentan keine Detection mehr, soweit ich das sehe. Ja, auch in der Mainbase nichts. Und hier kommt erstmal ein Koloss raus. Aber ich glaube, das Interessante ist hier oben, wo sich die beiden Armeen nämlich immer noch behaken. Aber Meni inzwischen auch mit Doppel-Koloss-Produktion, das heißt, er kann hier relativ schnell aufholen. Zwei Robos, aber eindeutig ist jetzt hier der Moment für Darko Mikron vorbei. Er sieht sich jetzt eine größere Armee entgegen, hat nicht mehr den Koloss direkt verteilt, weil er nicht aufpasst, würde hier vielleicht sogar einen Großteil seiner eigenen Armee verlieren. Ja, und er hat auch, glaube ich, nicht reingeworfen, so wie ich das gesehen habe. Also er
die Armee, die hier an Gateway Units so ist, das ist eigentlich dieselbe Armee, die er quasi anfangs mitgebracht hat. Ja. Und dadurch, dass die Kolosse auch nicht nachgekommen sind, jetzt kommt hier nochmal einer angelaufen, sieht seine Armee momentan schwächer aus. Zumindest das, was hier vorne steht, denn er hat ja hier hinten auch relativ viel nochmal reingeworbt. Läuft jetzt auch mal mit ein paar Zellets vor. Was komisch ist, also du hast jetzt hier das Proxy-Pile und dann kannst du es ja auch nutzen. Ja, schauen wir mal. Also Mini ist halt relativ gut aufgestellt mit seinen ganzen Proxy-Pilen. Und es kann wirklich eigentlich alle Echsen, die hier noch kommen sollten, die nein erstmal. Aber momentan ist er halt doch relativ gut in seiner eigenen Base eingesperrt. Ist jetzt aber auch noch viel Kolossen. Vielleicht sollte er sich jetzt langsam mal rauswagen. Um dann eventuell auch eine dritte zu nehmen, so wie Darko das gerade macht. Die hat Mini aber schon gesehen. Nee, leider noch nicht. Ist die Probe ein bisschen zu weit hinten. Aber ich denke mal, das wird er demnächst scouten. Und muss ich jetzt das nur erstmal aus seiner eigenen Base raustrauen. Aber ich glaube, wenn die nächsten beiden Kolosse fertig werden, dann wird er sich auch mal einen Counter-Go machen werden. Ja, Darko jetzt ganz wichtig hier erstmal die Rocks wegmachen, um dann auch schnell reagieren zu können und auf die dritte auch verteidigen zu können. Der Mini ist hier wirklich gleich einen harten Two-Base-Push ansetzt, könnte es nochmal die gleiche Situation wie gerade eben, nur halt andersrum geben, dass dann Darko Mikon verzweifelt versucht, da die niemals am Kolosse des Gegners abzuwehren. Und der ist ja auch vom Supply mittlerweile deutlich hinten. Ja, beide mit der fast gleichen Anzahl Kolosse, 7. Für Darko ist gerade nochmal einer fertig geworden. Also 7 gegen 6 Kolosse. Aber Mini hat halt deutlich mehr Zealots. Ja gut, ist halt gegen die Kolosse jetzt vielleicht nicht so die beste Wahl. Andererseits, was soll er machen? Das Gas ist ja komplett weg. Und er bewegt sich jetzt auch Richtung Templar Archives und Blink ist auch fast fertig. Also Darko hat hier natürlich dann den Stalker-Vorteil und sollte den dann mit Blink auch richtig ausspielen können. Und ja, auch ein schöne Konkave schon vorbereitet. leider nicht an der Natural und somit fehlt ihm hier ein bisschen der Schutz, aber er hat einfach alles rübergewalkt und das hat super funktioniert. Ja. Beide jetzt wirklich mit einer massiven Anzahl an Kolossen. Aber schönes Pylon hier. Und durch die Kolosse hat er Sicht auf den Highground und kann jetzt einfach hier schön reinwarpen. Und da kommen auch gleich zwei DTs rein. Ja, diese Spielchen halten wirklich schon die ganze Zeit im Spiel. Macht er wirklich sehr gut in den Sachen. Aber jetzt ist hier Star Wars am Start. Ja, wirklich Laser bis zum Umfallen. Und da geht es auch richtig zur Sache zwischen den beiden hier. Aber ich muss sagen, Darko hat sich einfach durch die Aufstellung hier, glaube ich, deutlich besser positionieren können. Jetzt kommen hier nochmal ein paar Reinforcements für meinen Mini rein. Der behakt auch nebenbei hier noch die dritte. Sieht aber so aus, als wenn sich hier Darko durchsetzen kann mit der höheren Anzahl an Kolossen und einfach dem besseren Surround. Ja, die dritte, hier sollte jetzt einfach mal reinwalken, um die Parzellets aufzuhalten. In der Main hat er die Team noch ein bisschen Schaden angerichtet, aber wurde jetzt letztendlich doch gelegt. Aber das war wirklich ein massiver Sieg. Jetzt noch 6 Kolosse übrig zu haben und die gesamte Armee vom Gegner zu vernichten, das ist im PvP ein super Gefühl. Da kann halt eigentlich nur für einen massiven Fehler seinerseits verlieren. Ja, er muss halt wirklich jetzt auch ein Go machen. Also, wenn wir uns mal die Arbeiteranzahl angucken, Meni mit 60 gegen 40. Gut, Darko hat jetzt nochmal schnell einen Chronobus draufgesetzt. Wir sind immer noch im DT am Arbeiten. Und hat jetzt wirklich schon einige Arbeiter verloren, also 30 Arbeiter gekillt hier von Mini. Das ist schon echt gute Arbeit und das war, glaube ich, wirklich nur möglich durch seinen Warp-In, den er hier auf dem Highground machen konnte. Und halt seine guten Warp-Ins durch die Proxy-Pylons, die ihn hier an der dritten noch ein bisschen Schaden ermöglicht haben. Allerdings im Umkehrschluss, wenn du fast dasselbe Supply hast wie dein Gegner, aber nur in Arbeitern, ja, Army-technisch kann halt einfach nichts entgegensetzen und wenn Darko da jetzt reinkommt, ja, ich sehe hier 2 Kolosse und das war es auch mehr oder weniger schon. Ich glaube, das ist es auch wirklich. Ja, 2 Kolosse, 3 Zealots. Ich glaube, da muss jetzt wirklich ein Wunder passieren, dass hier der Mini nochmal zurückkommt. Eins der Void Rays könnten die hier ja schon quasi alleine gewinnen. Aber ja gut, der Warp-In. Keiner hat den Technik-Card eingeschlagen. Und da ist das GG. Er wusste einfach, er kann jetzt hier nichts mehr dagegen setzen. Und so kommt sich hier Darko das erste Spiel schon mal sicher.
So, ja, die Musik soll eigentlich an sein, aber wenn sie zu laut ist, dann sagt uns einfach Bescheid, dann machen wir es ein bisschen leiser. Das war echt eine interessante dritte Echse, weil Darko Omikron hatte eigentlich nur irgendwie 46 Probes oder sowas, aber eigentlich nur so die minimale Two-Bass-Saturation. Mhm. Aber da, er hat halt seinen Gegner dadurch unter Druck gesetzt, hat frühzeitig gemerkt, der Angriff vorne, der bringt's, also da komme ich einfach nicht durch und hat sich gedacht, okay, wie mache ich jetzt den nächsten Schritt, um den Sieg halt jetzt nicht zu erzwingen. Und da war die dritte wirklich eine super Wahl. Auch wenn sie nie wirklich zum Laufen kommen ist. Hat den Gegner einfach zum Handeln gezwungen in dem Moment. Richtig. Ja, es war ja, er war auch relativ lange vorne und hat da im Prinzip diese Belagerung gefahren. Und dann war das, denke ich, schon die richtige Entscheidung, irgendwie so quasi den Gegner aus der Reserve zu locken, so ein bisschen. So, und unsere Spieler sind ready. Wir sind auch ready, logischerweise. Immer ready. Und dann kann es auch gleich ins zweite Spiel gehen. Control auslässt. Sehr gut, und dann sind wir auch schon im zweiten Spiel. Und hier auf, jetzt muss ich doch mal nachgucken, Daybreak? Nee, Cloud Kingdom natürlich. Wunderbar. Zwischen Isubas Meni in der linken unteren Ecke und vom Team Mouse Control Darko Micron. Wieder ein schönes PvP. Oh Mann. Ich hatte mir eigentlich gewünscht, dass wir vielleicht ein Offgate sehen, aber kein Spieler wollte sich das zutrauen. Bis jetzt? Ich weiß gar nicht, welches Spiel. Ach nee, das war, als wir vor zwei Wochen hier Training gemacht haben, oder die letzte Woche, als wir Training gemacht haben, hat jemand irgendwie geladdert und er hat seinen Gegner im Unranked irgendwie eine komplette Basis im Proxy aufgezogen. Und zwar hat er quasi alles hier drüben gebaut. Also, ich weiß nicht, da standen, glaube ich, letztendlich dann so drei Gates und Cybercore und alles. Das war echt geil. Ja, man muss es nicht sagen, er hat natürlich verloren. War vermutlich einfach nicht die cleverste Variante. Wahrscheinlich nicht. Habt ihr denn alle auch die Intel Extreme Masters jetzt am Wochenende verfolgt? Und mit dem ersten HOTS-Turnier, was so lief, in StarCraft war ja live für euch vor Ort. Sprich, ich habe Fotos gemacht und so ein bisschen Videos geschnitten und sowas. Und das News-Team hat von zu Hause quasi die Coverage gemacht, was so Spielverlauf und so weiter angeht. Turnierverfolgung und so weiter. Warst du Undercover-Agent? Wieso? Also, ich meine, da sind schon ein paar lustige Geschichten so entstanden. Also insbesondere, ja, eigentlich im Finale musste man halt danach, war es ganz interessant zu so verfolgen, wie die Reaktion von First war, weil er wirklich ziemlich enttäuscht war, dass er nicht gewonnen hat. Und halt vermutlich auch, weil er, ja, ich meine, 4-0 ist halt auch kein schönes Resultat, sage ich mal. Und da hat er sich vermutlich auch mehr von sich selbst erhofft und er war wirklich ziemlich down. Und da musste ihn hier der Coach dann erstmal so in die Arme nehmen und wieder ein bisschen Pep-Talk geben und so. Das sind Sachen, die kriegst du halt auf dem Stream nicht unbedingt mit, das war halt danach. Und da haben wir noch so eine kleine Fotosession mit dem LGIM-Team gemacht. Oh, schön in die offene Wunde. Ja, ich meine, ich glaube am Ende war es dann okay. Aber es war halt ganz lustig zu sehen, also Yoda hat sich halt schon extremst gefreut. Ja. Also ich glaube, in dem Moment, wo er
wo es alles noch auf dem Stream war, da war er irgendwie ein bisschen überfordert, auch von den ganzen Zuschauern und so weiter. Und ich meine, es gab ja dann dieses Konfetti-Regen und alles. Ach ey. Ja. Ich hab's hier schon ein bisschen beobachtet. Ich hoffe, ihr konntet das auch so von der Kamera von mir erkennen. Und wir haben hier ein aggressives 3-Gate-Opening vom Darko Micron, was aber anscheinend von den 2-Gates von Meni hier ganz locker gehalten wurde. Und so viel Geld in Panels zu investieren und dann nicht einmal vorne reinwerfen, das ist natürlich schon eine halbe Katastrophe. Ja, und jetzt kann er einfach zumachen und oben sind noch keine Einheiten. Ich glaube, die meisten Pylons wird er hier erstmal erwischen. Da sind noch genügend, also er wird erstmal nicht Supply blockt. Ein Stalker schießt hier nicht mal. Ah, jetzt fehlt ihm natürlich das zweite Force Field. Aber vier Stalker gegen vier Stalker geht jetzt eigentlich. Ja. Okay, das sind 5. Jetzt kommt halt auch nochmal ein Warp-In für Darko Micron. In beiden logischerweise, aber jetzt hat er im Moment ein Gate mehr, wird aber sofort wieder vertrieben. Ja, also Angriff ist jetzt, würde ich sagen, gehalten. Ja, und jetzt kann er hier die Pylons einfach locker flockig wegmachen. Darko als Reaktion erstmal den Nexus gesetzt und mal schauen, ob das was wird. Weiß ich nicht, wenn sobald Meni jetzt hier seinen Pylon hat, kann er eigentlich einen Counter-Go machen. Ja gut, Robo jetzt von beiden, beziehungsweise ja, Robo und Twilight von Meni. Schauen wir mal, also noch ist meiner Meinung nach eigentlich alles offen. Army Supply hat Meni jetzt einen kleinen Vorteil. Von den Arbeitern sieht es ziemlich gleich aus. Wenn Meni jetzt hier auf Blink Stock erwartet, um das erstmal richtig gut zu machen. Naja, das sollte er auf keinen Fall machen. Bis dahin hat sich die Action logischerweise schon lange ausgezahlt. Ne, ich denke mal, das war jetzt einfach so eine Reaktion, okay, ich musste viele Stalker jetzt reinwarpen. Dann hole ich mir einfach Blink und kann es im späteren Spielverlauf noch nutzen. Also es wäre wirklich eine ziemlich schlechte Idee, wenn er jetzt hier noch wartet, bis Blink fertig wird. Ja, aber ich würde nicht sagen, dass der Push jetzt hier ein Auto wurden wird. Das wird nochmal eine ziemlich unglückliche Position da beim... Ja, ich hoffe mal, dass er, dadurch, dass er jetzt von oben wenn kommt, einfach... Wenn jetzt hier so erwischt wird, dann könnte es nicht, ja, nicht sein, dass er jetzt doch gleich verliert. Beides hätte sofort gestorben und das... Ja, da ist das GG. Das war wirklich top gemacht. Also ich hab eben noch überlegt, es ist eine gute Idee hier eigentlich von oben ranzugehen, aber das war wirklich die beste Entscheidung. Ups, was hat man hier? Hat er erstmal vor Ärger das LAN-Kabel rausgelassen. Okay. Ja, also war wirklich eine Top-Entscheidung, da von oben ranzugehen, weil dadurch konnte er sich jetzt quasi zwischen die Armee und Reinforcements, die möglicherweise kommen, ersetzen und das hat eigentlich ihn komplett den Rückzugsweg abgeschnitten und somit konnte er die Armee crushen und ich glaube, wenn da jetzt noch ein paar Reinforcements gekommen wären, dann wäre das halt nicht unbedingt so eindeutig gewesen. Ne, denke ich auch. Aber komische BO von Darko Micron jetzt, also dieses aggressive 3-Gate-Opening, also das hat er überhaupt keinen Druck ausüben können jetzt in dem Fall. Mhm. Und wir haben gleich schon die Einladung ins dritte Spiel. Und das geht auch schon los. Diesmal auf Daybreak. Das war jetzt eigentlich wieder die Holy Trinity, würde ich sagen, von Maps, oder? Ja. Moana, Daybreak, Cloud Kingdom. Das stimmt. Ja, also mit der nächsten Season wird ja dann, also ich nehme mal, eigentlich zu 100% kann man das sagen, das wird auf Hotz umgestellt. Und dann haben wir bestimmt auch noch ein paar interessantere, neuere Maps zu bieten. Da freue ich mich wirklich schon drauf, weil langsam kann ich sie nicht mehr sehen, muss ich sagen. Ist ja wirklich immer dasselbe, was man so von Maps geboten kriegt. Ich bin mal gespannt, wir haben jetzt einen Redakteur am Montag beim Launch-Event in Versailles und da geht es auch mal um die Frage, wie es mit um den Map-Pool bestellt ist, ob wir da mehr Änderungen sehen werden. Auch Änderungen in den Teamgames, weil da war es wirklich auch ziemlich bitter. Also ich meine, es gibt ja eine ziemlich aktive Teamgame-Community, also was heißt aktiv? Also ich meine, viele von den Casual-Spielern spielen halt lieber Teamgames, weil es halt weniger Druck ist und auch einfach mehr Laune macht, mit anderen zusammenzuspielen. Und da hat sich in den Map-Pools nicht wirklich viel getan. Also insbesondere so die letzten, ich glaube, 2-3 Seasons waren fast null Änderungen, vielleicht mal eine Map, die ausgetauscht wird. Ich glaube, es gibt immer noch Maps in den 2- und 3 Spieler, die seit Season 1 dabei sind. Die von Anfang an dabei sind. Das stimmt. Ja, und ich meine, da musst du dir halt schon überlegen, was hat sich in dem Spiel seitdem getan. Und auch die Balance von den Maps ist halt einfach, da ist es echt richtig schlecht umbestellt.
hast halt eigentlich Karten, wo du, weiß ich nicht, maximal eine zweite Basis nehmen kannst. Und naja, darauf ist halt StarCraft 2 nicht unbedingt ausgelegt. Und ja, macht auch nicht unbedingt so viel Spaß und dann kann man auch nicht sich so, sag ich mal, über Teamgames fürs 1v1 vorbereiten oder irgendwas dergleichen. Ja, die beiden jetzt hier wieder mit einem relativ identischen Bild. Ja, also alles gleich gesetzt, mehr oder weniger. Bis auf ein paar Sekunden. Erste Gate fast fertig. Oh, da sind 5 Minerals. Nein, er hat's entdeckt. er hat's entdeckt. Sehr schön, das gefällt mir. Ja, gerade noch rechtzeitig gesetzt. Jetzt hier ein bisschen eher der Cyberkoffer Mini. Und die Scouts bewegen sich frei rum. Wo waren wir vorhin eigentlich stehen geblieben, wo wir dann durch den Kampf unterbrochen wurden? Schwierig, ne? Das sind immer die Fragen. Ja. Es ging um die IEM-Coverage, soweit ich das weiß. Und halt du hast Reporter in Versailles, hast du gesagt. Achso, nee, das war ja jetzt quasi. Ja, ja, also wenn euch für Fragen ans Blizzard-Team einfallen, postet sie ruhig in den Chat. Dann reicht das weiter und dann können wir halt mal fragen, was so sich in der Entwicklung von HOTS tut. Also ihr könnt alles fragen über Story-Fragen, Fragen über Multiplayer. Ja, Balancing, sage ich mal, ist vielleicht nicht so gern gesehen, weil es eh noch, ja, weil da eh noch viel getan werden muss, aber auch das. Also, schießt einfach los. Wenn euch noch was einfällt, dann reichen wir das weiter und eventuell kriegen wir eine Antwort. Also, ich weiß nicht genau, wer vor Ort sein wird. Ich glaube, David Kim ist da. Müsste ich lügen, die anderen weiß ich jetzt nicht genau. Ich dachte Rob Pardo, aber nicht hundertprozentig sicher. Spielt ja vermutlich nicht so die Rolle, weil ich glaube, von den Leuten, die da sind, das sind ja dann schon Leute, die ziemlich aktiv in die Entwicklung eingebunden sind und dementsprechend auch ein bisschen Ahnung von den anderen Abteilungen haben und da mitreden können, sag ich mal. Gut, von Esobas Meni kommt jetzt hier noch 2 zusätzliche Gateways zusammen mit der Robo und er setzt auch wieder fleißig seine Pylons über die komplette Map verteilt. Das zieht natürlich die ganze Zeit gut durch. Ja, das ist auch richtig schön und das habe ich ja schon von vielen Pro-Gamern gehört. Jetzt wird aber gar nicht mehr so aktiv gemacht. Also ich glaube, Mana war da immer sehr aktiv vertreten, so mit Pylons über die ganze Map verteilen, einfach aus Vision und halt, also aus Vision-Gründen, um halt, ja, sag ich mal, auf verschiedenste Situationen aktiver reagieren zu können. Ja, irgendwie Darko ein bisschen lustiger Bild hier, also die Robo kommt deutlich später als von Mini, er hat auch nur 2 Gates. Aber er hat halt aus den Gates konstant gebaut, während Mini mehr Möglichkeiten hat zu pulsieren, aber er hat da ein paar Cycles dann auch einfach mal nichts gebaut und das halt benutzt, um mehr Gebäude zu bauen im Endeffekt, aber sein Armee im Moment dürfte kleiner sein, schätze ich. Ja, schauen wir uns das nochmal an, also eventuell kann er einfach den Nexus hier nicht halten, den er jetzt frecherweise gesetzt hat. In die Base dürfte Darko zumindest nicht kommen mit 4 Sentries. Der Push hier sieht aber relativ stark aus, also ich glaube den Nexus wird er hier nicht halten können. Denke ich auch, die Sorker sind einfach zu mobil, können dazu mit Micro gehen, Sentry-basierte Armee vielleicht mit dem Immortal. Aber ich glaube selbst da, wenn die von den 7 Stalkern hier gefokust werden. Er wollte halt noch ein für Sentry, um es ganz klar zu machen, aber ja. er will den Nexus nicht abbrechen. Ja, ja, schauen wir mal, also Darko Micronet lässt sich jetzt erstmal vertreiben, aber die Frage ist, wie lange? Mit den Zealots kann er jetzt auch besser rangehen. Aber ich glaube, er will einfach den Nexus haben, er fokust den Nexus. Aber ich glaube, durch die Zealots kann sich jetzt Mini hier doch ein bisschen behaupten. Ja. Und den Nexus vielleicht sogar halten. Und es sieht ganz so aus, als wenn er hier gleich sogar ein Counter-Warping machen könnte. Ah, schauen wir mal. Darko. Das war bitter. Ich glaube, Darko wollte hier gerade ein bisschen Surround vorbereiten, hat hier schon ein paar Zealots auf der anderen Seite und wollte dann von 2 Flanken rankommen. Das hat sich ein bisschen entgegen dem, was er eigentlich sich vorgestellt hat, entwickelt. Nee, gar keine gute Aktion. Ja, und Mini hat jetzt hier schon die Zealots am Start. Von denen weiß Darko natürlich noch gar nichts. Würde jetzt, denke ich mal, auch mit dem Observer erstmal rüberfliegen. Aber ich glaube auch, die Zealots haben jetzt hier ihre Chance ein bisschen verpasst, da die restliche Armee hier noch reinkommt.
und die Stalker das eigentlich erledigen. Das ist ganz sexy, ich weiß es nicht. Ja, einfach so ein Gas. Ah, okay, alles klar. Er möchte hier erstmal den Frostmutz verhindern. Ich habe gesehen, dass hier unten noch kein Pylon steht für Warp-Ins. Aber ich glaube, den Nexus, nee, den würde er nicht kriegen. Aber während dieser ganzen, sag ich mal, Ablenkaktion, die aber meiner Meinung nach nicht so wirklich effektiv war, wenn er mit den Zelts da angegangen wäre, hätte er vielleicht noch einen Stalker durch Unachtsamkeit erwischt. So sind die Zelts einfach nur gestorben. Aber diese Stalker-basierte Armee, die wird Dark Macron jetzt nicht viel bringen mit dem. Die Zelts und Mortals sind einfach viel zu viel tankiger, haben viel größeren Damage-Output gegen die Stalker. Also muss er jetzt hier wirklich mit Force Field wegarbeiten, bis dann Aston Cross endlich da ist. Und selbst mit dem wird es extrem schwierig, das Ganze zu halten. Denn die Mortals sind auch extrem stark gegen Koloss ohne Range. Ja, und drei Mortals ist wirklich, das ist kein Pappenspiel. Ich glaube, die können jetzt hier einfach aufräumen. Den Nexus kann er auf jeden Fall abreißen. Und ja, ich sehe jetzt hier auch keine großartige Sentry. Ja, keine Sentries für Darko Micron. Er hat alle zwei verloren. Ja, das heißt, eigentlich ist er jetzt hier eingesperrt. Und sobald die Sentry. Oh, aber in der Main von Medi, was passiert denn da? Oh. Haben wir da nicht aufgepasst oder hat er alle seine Drohnen? Okay, er hat alle seine Props hier rübergezogen. Von daher, ja, er hat nur zwei erwischt. Ja, aber es wird immer noch gekämpft ein bisschen, aber viel würde er jetzt gar nicht. Ja, ich denke auch nicht. Hat aber scheinbar keinen Warp-In selbst. Oder ist vorne zu sehr beschäftigt. Der Zealot ist hier, ja, ich glaube, er ist vorne einfach ein bisschen zu sehr beschäftigt gewesen, gerade wollte da eventuell nicht sein. Ich weiß nicht, es ist unter beiden Middle-Lines hier wirklich so viele Pups. Ja, hier geht es richtig zur Sache. Und Darko macht jetzt hier sogar nochmal einen Warp-In und kann sich jetzt hier einfach behaupten und alle Probes auslöschen. Das ist ja wirklich unglaublich. Er sucht sein Heil in der Offensive und das ist extrem gut aufgegangen. Ja, also das hätte ich nicht gedacht, dass er sich so da durchsetzen kann. Jetzt könnte eventuell sogar der Natural Nexus fallen und das wäre natürlich ein totaler Kampf für Meni. Das sieht fast aus, als würde es wirklich passieren. 21 Arbeiter erwischt. Ja, ich glaube, den Nexus wird er nicht mehr ganz kriegen. Also insbesondere, jetzt, dass sich hier die restliche Armee jetzt wieder zurückbewegt. Hat er sich auf da doch nicht gut drauf fokussiert. Wollte lieber noch mehr Eco-Schaden machen. Ja, aber 24 Arbeiter und die Armee hat sich abgezogen. Ich glaube, dadurch hat er sich jetzt nochmal komplett ins Spiel zurückgebracht. Ja, er hat das. Er hat momentan sogar die größere Armee. Das Warp Prism ist hier immer noch am Start. Und bis vor kurzem waren hier immer noch Zealots in der Base. Wirklich unglaublich. Weiß nicht, wie Meni da so schlafen konnte. Er hat sich echt zu sehr einfach auf seine eigene Base konzentriert. Und ja, zwei Kolosse inzwischen. Das ist nicht schlecht. Ich frage mich halt, will er jetzt nochmal irgendwie einen Nexus bauen oder geht er jetzt komplett all in? Ich würde fast sagen, er würde es angreifen mit drei Kolossen gleich. Da müsste eigentlich erkennen, dass er nochmal ein super Timing hat. Eventuell kann er halt jetzt immer noch einen späten eigenen Nexus setzen, aber warum sollte er das jetzt machen? Das hätte er eigentlich schon deutlich früher machen können, vielleicht den Kolossus so lange erstmal aufsparen. Ja, Meni setzt jetzt auch noch eine Robo-Bay nach, aber ich glaube nicht, dass die noch zum Tragen kommen wird. Aber ich weiß halt nicht so richtig, die Kolosse haben keine Range und es sind drei Immortals. Kommt jetzt echt aufs Micro an, meiner Meinung nach. Aber der Rest Armee ist halt auch deutlich größer, ja, das stimmt natürlich. Also viel mehr von allen im Moment bei Micro. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es komplett unmöglich ist, oder? Also ich meine, nee. Es ist schon eine viel größere Armee, aber... Es sind halt keine... Ich habe immer Angst vor so vielen Immortals, genau, weil die wirklich... Wenn jetzt die Immortals nicht fokussiert werden, können die auf jeden Fall da auch nochmal ordentlich Schaden machen. Ich wollte aber jetzt auch mal nach auf die Glosse gehen. Da guck doch mal, zwei Seiten, das ist der Immortal... Der ist schon dicht, aber... Ja, aber die zwei Immortals sind auch schon eine Feinde. Der dritte, der bewegt sich da einfach nur ein bisschen sinnlos umher. Ja, ich glaube, die haben zwar ihren Schaden gemacht, aber jetzt fehlt halt der Rest der Armee. Und nimmt jetzt hier nochmal ein paar Sentries raus. Da ist das GG. Dark und Micron holt sich hier das erste 1-1. Es gab, glaube ich, gleichzeitig auch nochmal einen Drop in der Main. Das Shuttle hat ja die ganze Zeit überlebt. Also da hat er am Schluss einfach nichts mehr anbrennen lassen. Ach so, hatte da Mini auch nochmal einen Shuttle gebaut? Nee, Darko Micron hatte noch das, was vorher links oben in der Ecke kurz stand. Ah, okay, alles klar. Ein paar, die noch auszuladen, die vier Seiten jetzt hier drin waren. Ah, okay, alles klar. Ja, wirklich schön gemacht hier. Schauen wir mal, ob wir gleich einen Invite ins nächste Spiel kriegen können. So lange gibt es erstmal ein bisschen Musik. Und wir melden uns gleich wieder zurück.
kein 1v1, aber ein 2v2 können wir euch bieten. Und zwar wieder mit Mouse Controls Dark Omicron als Protoss natürlich und Mouse Controls Optimus als Terran gegen Ezubas Devil als Zerg und Ezubas Habner als Protoss. Also alle Rassen hier wunderbar schön vertreten. Jetzt muss ich mal schauen, stimmen unsere Farben? Nicht ganz. Blau brauchen wir für die beiden hier. Habner und Devil sind auch alte Bekannte. Letzte Season auf jeden Fall auch schon gecastet. Ja, und also zumindest von Devil kann ich mich erinnern, da sind wirklich ein paar interessante 2v2s rausgekommen bei der ganzen Geschichte. Devil hat doch auch mal dieses verrückte CVP gespielt, wo er irgendwie extrem weit vorne war und dann das Spiel nochmal weggeschmissen hat. Ja, das war auf Cloud Kingdom gegen einen Protoss, den ich auch immer ein bisschen hype. Ich weiß, oder? Akro? Könnte sein, dass es Akro war, ja. Ich glaube, es war Akro. Ja, also das war wirklich ein geiles Spiel. Müsst ihr mal schauen, das ist in unseren Twitch-Archiven sicherlich noch drin. Achso, noch kleine News. Es wird demnächst auch alle VODs nochmal bei YouTube geben. Also ich habe die schon hochgeladen, da fehlen noch ein paar Thumbnails. Und dann gibt es einen kleinen Artikel dazu und dann könnt ihr euch die da auch nochmal anschauen. Weil bei Twitch kann man sich natürlich die VODs anschauen, hat aber immer das Problem, dass die immer in maximaler Auflösung angezeigt werden. Und das ist halt für Leute mit etwas kleineren Leitungen dann doch nicht so schön, weil da musst du einfach ewig lange vorladen lassen. Wir denken auch an den kleinen Mann. Richtig, so ist es. Auch wenn ihr hier irgendwie Probleme habt, meistens liegt es daran, dass die Leitung es einfach nicht schafft. Wir streamen hier mit, ich glaube, 4000K und ja, da braucht man dann auch eine dementsprechende Leitung. Also manchmal geht dann die maximale Bitrate noch ein bisschen höher und so gerade so in Kämpfen oder sowas. Also wenn es ruckelt, meistens liegt es an der zu kleinen Leitung, schaltet einfach auf 720 oder ja, im Notfall, wenn ihr wirklich irgendwie über ISDN oder sowas drin seid, auf 480. Ich will es mal nicht hoffen für euch. Muss ja nicht unbedingt sein. 4000K. Also wie kann man die, was ist das? Das ist halt, das entspricht halt einer, da brauchst du halt dann mindestens eine 4 MB Downleitung. Also, ich meine, die meisten werden ja so 6000er haben und die reicht dann quasi genau dafür aus, weil du halt in dem Moment, wo jetzt viel Action passiert, wird dann nochmal was zwischengebuffert und dann kann es halt auch mal so, sag ich mal, Peak-Raten geben, wo du mal mehr als 4000 hast. Ah, Optimus hier mit der eBay, die jetzt hier erstmal die Echse von Devil blockiert. Ja, die Probe ist hier von Devil immer noch am Leben. Also die konnte hier Darko nicht ausschalten, beziehungsweise ich glaube, da hat ihm auch Optimus geholfen. Aber der hat jetzt seinen Marine erstmal abgezogen. Ah, mit zwei Marines schafft das dann doch. Aber die Probe konnte hier wirklich ja, alles ungehindert sehen. Konnte hier komplett durch die gegnerische Basis fahren. Beide Gasdrehen war halt eine wichtige Sache. Richtig. Aber Optimus ist nicht reingekommen. Das heißt, die wissen dann noch nichts von der Echse, die hier gesetzt wurde. Und ich fand, also das eBay, die eBay war hier echt eine ganz gute Sache. Verhindert jedoch für eine ganze Weile jetzt noch die Hedge. Und die hätte schon vorher kommen können. Aber ich würde fast sagen mittlerweile, dass da keine Echse kommt. Es würde jetzt einfach ein One-Base-Push von beiden werden. Na, sieht relativ stark nach aus, also gerade beim Zerg. Der Roadtron sagt ja zu dem Timing schon ziemlich viel aus. Auch ein bisschen was an Gas gesammelt, kein Speed genommen. Ich würde schon sagen, da liegst du Gold richtig hier. Aber ja, auch auf Mouse-Control-Seite kommt hier ein kleiner Push. Und ich glaube, ihr Zumba hat jetzt hier noch nicht genügend Einheiten, um ihn zu stoppen. Schauen wir mal. Momentan drei Roaches am Start. Sind noch nicht ganz fertig. Das kriegt hier sogar einen Stalker, ich weiß ja, es nicht. Also Habner muss hier ein bisschen mehr aufpassen. Sollte jetzt hier nicht die Stalker für nichts wegschmeißen, denn die braucht er noch. Und sobald hier die Einheiten von Devil kommen, können sie das, denke ich, auch stoppen. Aber alleine sollte er hier auf keinen Fall kämpfen. Ja, drei Roaches jetzt gerade schon fertig. Vier nochmal im Bau. Und jetzt mit verspätet halt doch nochmal die Zell-Echse. Und dass sie sich so weit reintrauen, finde ich, also ist extrem. Das ist extrem sehr mutig. Das ist sehr mutig. Der eine Sellet spastet hier gerade so ein bisschen umher. Kommt einfach nicht an. Wo haben wir jetzt gerade einen Scan gehabt? Oh, okay.
Also sie opfern hier potenziell ihre gesamte Armee, um die Hedge zu killen. Zumindest das schaffen sie, aber... Ja, aber auch nur gecancelt, also... Also ich fasse es nicht, wie Angst erfüllt hier unser blaues Team im Moment spielt. Sie hätten hier die Armee wirklich abschneiden können, meiner Meinung nach. Und auf jeden Fall ja, also, stark dezimieren, wenn nicht sogar komplett ausschalten. Ja, schon allein vom Supply her. Ich meine, die beiden sind halt meilenweit vorne. Da hätte man wirklich was machen können. Jetzt holen sie sich hier zumindest die paar Marines und das auch relativ ungelegen. Also ich glaube, wir würden keinen Stalker Schaden nehmen. Ja, genau so ist es. Und jetzt können sie hier einen Counter-Go machen. Die Echsen sind hier zum Teil fertig. Gut, Optimus kann sie einfach reinfliegen. Und das sollte er vermutlich auch machen, weil ich glaube nicht, dass er hier irgendwas hat, um das erstmal zu halten. Ich meine, die Hellions gegen Stalker, sinnlos. Gegen Stalker Roaches, ja. Oder sehe ich das jetzt gerade irgendwie falsch? Nee, oder? Können wir noch mal mit Tibio darüber reden, wir sehen, dass wir hier sind. Also das oh, halt, jetzt sogar der Blink rein. Das Ding ist halt, die haben jetzt im Moment extrem überzahlt für die Glove. Allein die Zahlen sprechen halt so sehr für sie. Ja. Und im Duell Hales gegen Stalker sind halt eigentlich beide Einheiten gegen die jeweils andere ziemlich schlecht. Aber Hales haben zumindest Splash Damage, deswegen sind sie besser, als man das einfach so denken würde. Weil die Stalker selbst halt kaum Damage Output haben, logischerweise. Ja, und die behaken hier wirklich gerade beides. Jetzt wurden hier nochmal einige Roaches eingefangen. Und SCVs sind erstaunlich gut gegen Roaches, man glaubt es kaum. Aber ich glaube, die werden es hier doch auch durchsetzen können. Durch die schiere Menge an Roaches. Ja, wobei, es wird nochmal knapp hier, der SCV-Roach-Kampf. Aber hier drüben kann sich Harpner halt einfach komplett gegen Darko durchsetzen. Er hat viel zu wenig Stalker. Und der Immortal, den hat er relativ schnell hier gefokust. Und jetzt können sie hier mit ihrer kombinierten Streitmacht, denke ich mal, den Darko auch also komplett. Also ich liebe diesen Harpner-Blinken-Move, einfach alle Stalker zu halben Bildschirm nach vorne. Das hat er jetzt in den vierten Form viel gemacht. Und zwar jetzt, aber ich meine, das funktioniert ja jedes Mal. Ich will jetzt auch keinen Treffen dafür geben. Ja, schauen wir mal. Also vielleicht spielt er nochmal in 1v1 später oder so. Dann würde ich gerne mal sehen, ob er das dann auch in 1v1 bringt. Ja, unglaublich. Kannst du sich jetzt nochmal alle Probes holen und meiner Meinung nach können das Mauskontroll hier wirklich rausgehen. Denn eigentlich können sie dem Ganzen jetzt hier nichts mehr entgegensetzen. Also die paar Army-Units, die es hier noch gibt. Ja, da kommt auch das GG von Darko. Also wenn beide Leute zu expandieren und im Gegner-Team niemand wirklich mit einer Echse hat, das ist so ein gigantisches Timing-Window, was eigentlich fast unmöglich ist, da den Push zu halten. Ja, ich denke mal, ich weiß ja nicht, ob die beiden im 2v2 auf der Ladder trainieren, das ist vielleicht nicht so super sinnvoll, wobei es da auch richtig gute Teams gibt, habe ich gehört. Also ich glaube, 2v2 kann man also besser als 1v1 in der Ladder trainieren, weil es einfach nicht so eine aktive Community gibt, die da jetzt irgendwie jeden Tag, wo man halt irgendwie diverse 12 Trainingspartner hat, dem man halt da einfach jetzt trainieren kann. Ich glaube, es geht da wirklich viel über die Ladder. Und da ist eine relativ kleine Spitze an 2v2-Teams gibt, die halt da, ich sag mal, deutlich besser sind als die anderen, treffen halt die Leute in der Ladder stattdessen einfach richtig häufig aufeinander. Ja, ich weiß gar nicht mehr, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Aber du kannst auch nochmal deine Story erzählen von dem Typen, der einen neuen Account machen musste, weil sie nicht mehr 2v2 finden konnten. Jetzt habe ich sie schon erzählt, den kann ich dir einfach auch erzählen. Ja, erzähl es einfach, ich stehe irgendwie gerade auf dem Schlauch. Ich glaube, es war irgendein Streamer, den Paul geguckt hat, und der musste wohl irgendwie 20 Minuten, eine halbe Stunde warten, bis er ein 2v2-Spiel gefunden hat, weil sein MR mit seinem Partner halt so viel höher war, als es von einfach anderen Leuten, die es in der Ladder gab. Und dann hat er dann einfach gesagt, scheiß drauf, ich mache jetzt nur einen Account und leider mich wieder hoch, weil so finde ich einfach keine Gegner, wenn ich jedes Mal 20 Minuten warten muss. Ja, wir haben übrigens auch jetzt hier bei Leipzig eSports haben wir jetzt das Number One 3v3 Team der Welt. Der Welt? Mhm. Haben Sie gerade einen Aurel ist dabei? Nee, Aurel ist nicht dabei. Da ist Billy und Copyleft dabei. Okay, und der dritte weiß ich jetzt gerade nicht. Können wir mal nachgucken, aber vielleicht nicht gerade jetzt. Mastisch-Surf wahrscheinlich. Oder Pirate Terran. So, updaten wir mal den Score. Denn es geht schon ins nächste Spiel. Jetzt auf Tür oder Keep. Und müssen wir jedes Mal unsere Story erzählen, wie man hier wunderbar. Ich finde, wir sollten uns nochmal mal drüber fantasieren, wie wir das 3 gegen 3 hier in der SD2CL einführen. Ich denke mal, das ist einfach genau. Das ist das, was die Szene braucht. Die Strategie-Sektion, wo man, glaube ich, noch am meisten rausnehmen kann in der Starcraft-Welt. Und
Ja, also wir können auch mal fragen, wie wäre es eigentlich, die Day9 Modern Battles einzuführen als neue Kategorie? So, Ace als Match. ja, StarCraft 3-Kampf irgendwie. Ja. Danach gibt es noch ein paar Fun Maps. Das Mono-Battle ist dann. Ja, also, ja, wir machen einfach erst ganz normal den Mono-Battle. Das ist eigentlich kaum zu verbessern, aber mit random Einheiten. Ja, auf jeden Fall. Weil sonst ist ja nicht gebalanced. Ja. Ja, und ich würde sagen, dann so als Bonus noch eine Runde Rainer Party. Oder Blood Rally. Also, kennst du die Karte Bloodbath? Vom Namen schon mal gehört? Das ist eine alte Bootwar-Karte, die. Also die ganze Karte in Bootwar war ungefähr so groß wie die Mainbase hier von einer Partei. Die gibt es auch als SC2-Remake, aber hat hier halt nie den ganz großen Anspruch. Das ist halt so eine super Newbie-Rush-Karte, aber macht Fun zu spielen. Okay, aber schon eine ganz normale Karte, also man hat sonst keine Veränderung, oder? Naja, im Prinzip, in jeder Ecke startet eine Person, hat eine normale Base und so eine winzig kleine Natural mit irgendwie drei, vier Minerals. Und dann ist es einfach eine Rampe in die Mitte zu so einer Plattform und da ist dann die Battle Area. Und da laufen alle hin und battlen sich dann. Ah, okay, also so eine Art Mini-Arena, also ein bisschen Rune-mäßig, Ja, so ein bisschen wie Rune. Ja, das hört sich eigentlich ganz lustig an. Es gibt jetzt auch eine neue Custom Map in der Arcade, die nennt sich irgendwie Barcraft. Also ich glaube einfach nur Barcraft oder sowas, aber vielleicht eventuell auch noch irgendwie was anderes dazu. Könnt ihr mal nachsuchen. Das ist im Prinzip von der Sache her sowas wie Bang. Wer das kennt, ist so ein Kartenspiel. Nee, ohne Scheiß. Also Ich kenne das Spiel, aber das ist bescheuert, das so zu erkennen, würde ich sagen. Echt? Okay, wie würdest du es Klar, erklären? aber weil Bang noch auch keiner kennt. Echt? Keiner kennt Bang? Ach klar. Also, es ist halt im Prinzip ein Spiel, wo man, was weiß ich, acht Leute, glaube ich, mitspielen können. Und jeder kriegt eine Rolle, die die anderen nicht unbedingt wissen. Und jeder hat quasi ein anderes Spielziel. Also, ich erkläre es jetzt mal in dieser Barcraft-Variante. Da ist es so, dass der Barkeeper am Ende quasi am Leben sein muss. Und er muss alle, ich weiß nicht, irgendwie Rüpel oder sowas, die in der Bar Ärger machen, ausschalten. Und da gibt es irgendwie noch so eine dritte Kategorie. Also das ist doch mehr so ein Rollenspiel. Also man hat da jetzt, oder hat man da jetzt ein SUV und das steht an der Bar und dreht. Weil Bang ist ja ein Kartenspiel, ne? Ja, das ist auch ein Kartenspiel. Das ist zwar in der StarCraft Engine gebaut, hat aber wirklich gar nichts damit zu tun. Und das macht es irgendwie, finde ich, so interessant, weil man sieht halt mal, was eigentlich der Editor, also was da möglich ist. Also die haben wirklich komplett die Karten da reingemacht, so ähnlich wie, sag ich mal, irgendwie bei Magic oder sowas. Alle mit Motiven und sowas, also wirklich richtig viel Zeit reingesteckt. Und ja, also finde ich halt echt cool gemacht. Also ich habe es noch nicht gespielt, aber wenn man keine echten Freunde hat, beziehungsweise die einfach zu weit weg sind oder sowas, dann kann man sich statt ja, so zum Kartenspielen zu treffen, halt einfach mal in der StarCraft Arcade sowas spielen. Und das ist irgendwie eine coole Sache. Also ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren. Absolut. Aber wenn ich das Spiel nochmal kurz erklären darf, also es gibt verschiedene Rollen, die Leute wissen nicht, was die anderen quasi für eine Rolle haben. Und jede Rolle verfolgt sein eigenes Ziel. Und so hast du dann quasi sowas wie, ja, so eine Situation, wo Leute denken, oh, alles klar, der ist jetzt hier jemand, der dem Barkeeper helfen muss. Und spielt halt dementsprechend. Und letztendlich stellt sich dann raus, oh, das war doch jemand, der auch die Bar irgendwie zertrümmern will und kostenlosen Alkohol haben will. Und ja, er gibt lustige Situationen. Also ich glaube, am besten spielt man das auf jeden Fall im Teamspeak. Ja, zurück zum Spiel. Was hat sich hier so getan? Darko Micron hat hier inzwischen eine Basis hochgezogen mit drei Gates und einer Robo und geht jetzt hier auch auf Immortals. Konnte aber wunderbar gescoutet werden von Devil. Und bei Optimus viele Marauder. Baut jetzt hier aber auch den Reaktor an die Barracks. Sodass hier einfach eine Marine Marauder erstmal kommen wird. Antwort von Devil und Hartner. Linge, viele Linge und Stalker. Hier kommt gerade eine richtig große Bande an Lingen an, sogar 20 Stück. Jetzt nochmal 18 fertig geworden. Also, wollen hier wirklich einen richtig großen Push machen. Und finde ich gar nicht mal so die schlechte Variante. Also, die Linge sind gegen die vielen Marauder wirklich die richtige Entscheidung. Jetzt müssen sie natürlich die Rocks hier noch dran kriegen. Aber ja, da zerfallen die schon. Und vorne greifen sie jetzt hier noch das Tanklet an. Ich glaube, das ist auch immer noch nicht zu.
Da können wir ja, das, das sieht so aus. Warum? Jetzt macht das sogar runter. War das jetzt die Einladung hier für die Dreilinge? Ich glaube nicht. Und jetzt hier oben kommen sie fast rein. Oh, die Force Fields sitzen nicht richtig. Wunderschönes Blick, Marco. Das hätte sich vielleicht aufsparen sollen. Ich weiß es nicht. Jetzt kommen hier nochmal richtig viele Linien und ich glaube, die können die Stalker retten. Aber das war nochmal eigentlich ein schönes Blink, Mike. Ja, ja, wirklich. Hat aber zwei Gruppen runtergeblinkt. Also ich habe es jetzt gerade nicht so richtig mitgeschnitten. Warum konnte sich die Armee hier durchsetzen? Die Linien sind halt einfach durchgelaufen und dann war irgendwann die Force Field Wall wirklich komplett, aber Hartmann dachte sich, dass er halt mit dem Zocker im Kampf dabei sein will. Nicht die Linien von Blinken dann einfach opfern und deswegen hat er mit der ganzen Armee dann den Sprung gemacht. War auch ein ganz guter Tausch im Endeffekt für sie, würde ich sagen. Sie konnten halt jetzt die Terra-Armee nicht wirklich klein kriegen, aber sie sind ganz schön angeschlagen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Ich weiß auch gar nicht, ob das so clever ist, jetzt hier versuchen, weiter Druck zu machen. Also ich meine, klar, versuchen hier Mouse Control in der eigenen Basis zu halten, ist wirklich clever. Oh, jetzt kommt hier auch nochmal ein richtig schönes Blink, Michael. Kann hier wirklich alle angeschlagenen Stalker zurückziehen. Und hier hinten räumen die Linie gerade richtig gut auf. Haben doch einige Props erwischt. Eben war das noch relativ ausgeglichen, jetzt hat er hier nur noch 24 Arbeiter. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Stalker hier wirklich so aggressiv vorgehen sollten. Sie kaufen halt Zeit für die Linge, die jetzt wirklich beim Terraner hier auch nochmal ordentlich Schaden anrichten konnten. Ja, vor allen Dingen kaufen sie Zeit für den Spire, der jetzt hier gerade fertig wird. Und mit 7 Mooters kann man dann doch ein bisschen Schaden machen. Insbesondere, da wir hier wirklich nur eine relativ begrenzte Anzahl an Marines haben. Und auch beim Protoss nicht wirklich eine hätten, die nach oben schießen können. Nein, ich habe kein Anti-Air-Moment von der ja. Und das da kommt nochmal der Stim des Todes, ich fass es nicht. Also die Terra-Armee ist wirklich nur ein Schatten ihrer selbst, wenn man das so sagen kann. Ja, und da hat Izuba wirklich richtig clever reagiert. Also im Prinzip hier immer mehr Marauder geforst und damit im Prinzip die Gefährlichkeit dieser Mutas jetzt nochmal deutlich erhöht. Und ich sehe jetzt nicht so richtig die Antwortmöglichkeit vom Team Mouse Control hier auf diese Mutas. Sind natürlich auch noch nicht so richtig viele. Da müssen noch mal ein paar nachkommen, um die wirklich richtig gefährlich werden zu lassen. Aber wenn sie zusammen mit der restlichen Armee kämpfen, beziehungsweise die einfach mal wegziehen, nebenbei wird hier nämlich die Exe denied noch, und ich glaube, die erwischen sie sogar. Ja, sieht ganz danach aus. Jetzt kommt bestimmt gleich wieder der Superfliegen. Nee? Er stellt sich zum Kampf und das war natürlich die richtige Entscheidung. Ja. So viel ist dort da und dann wird dann jetzt hat er aber wieder den etwas zu unvorsichtigen Blink gemacht, direkt in die Immortals rein. Ja. Aber genau richtig, genau das, was passieren sollte, ist passiert. Die Armee wurde hier oben abgezogen und jetzt können sie die Mutas hier vollkommen frei austoben. Das ist wirklich fantastisches Teamplay hier von den beiden. Sie wissen genau, wann sie dem anderen jeweils Zeit erkaufen müssen und schaffen es halt auch, ihre wichtigen Einheiten größtenteils am Leben zu halten. Die Mutas sind fast alle da, die Stalker-Armee wächst und wächst hier immer weiter. Ja, aber sie sind halt auch, inzwischen Devil, Makrut im Hintergrund relativ gut. Ist jetzt schon auf 52 Drones. Gut, Hartner immer noch auf derselben Anzahl an Probes, die er schon am Anfang hatte. Also, der ist wirklich ziemlich all in. Nimmt aber auch im Hintergrund noch eine Base. Ja, also mittlerweile kann Hartner hier wirklich locker auch wieder reingehen. Der hat so viel Probes zerstört und dazu noch eine ganze Exe vom Terraner, die da schon stand. Ja, und die Mutas kämpfen jetzt auch hier im Hauptkampf mit. Nehmen jetzt hier schon mal die Immortals raus. Nicht ganz klar. Aber die ersten Medivacs sind genau zum richtigen Zeitpunkt da gewesen, haben den Kampf noch ein bisschen knapper gemacht. Aber im Endeffekt sieht man hier viel zu viel von allem. Mutter des Imba, aber im Prinzip selbst schuld. Beziehungsweise einfach clever gemacht von Izuba, wie sie sich da, wie sie quasi diese Situation herbeigeführt haben. Weil das war halt einfach die super clevere Kombination aus den Lingen, beziehungsweise dieser Masse an Stalkern, die dann dazu geführt hat, dass so viele Zealots und Marauder gebaut wurden. Denn wir waren nur 15 Sekunden zu Bleiblockt. Das ist doch eigentlich ganz schön zu sehen. Ja, nicht schlecht. Muss natürlich immer im Hinterkopf haben, das kann auch heißen, dass er einfach irgendwie 5 Overlords am Stück baut. Aber ich glaube, das würde ich jetzt bei der will nicht unbedingt sagen. Kann man aber auch machen, finde ich. Also nicht am Anfang, Game, aber ja. Aber später, warum nicht? Ja, durchaus. Gut, haben sie also das 2v2 auch noch für sich entschieden.
Und jetzt haben wir als nächstes Spiel Hartner vs. Shaggy. Also nochmal ein nettes 1v1. Und jetzt können wir auch mal sehen, ob Hartner sein Blink-Micro auch wieder so rabiat einsetzt. Mal schauen, wie schnell es hier weitergeht. Erstmal kurz noch Musik. Oh ne, es geht direkt weiter, dann brauchen wir keine Musik. Dann passt das. Wollen wir uns mal ein bisschen selbst spoilern und mal gucken, ob zwischendurch noch Spiele gespielt wurden? Oder ist was meinst Idee. Du? Das wollte ich auch vorschlagen. Gut, dann schauen wir doch da mal nach. Whoopsie Daisy. Ne, das will ich nicht. Klappt nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ich krieg mal Ergebnis angucken. Ja, bis jetzt wurde noch nichts gepostet. Na gut. Ja, gut. Ups, wir haben anscheinend schon den Inhalt gekriegt. Was habe ich denn hier eigentlich offen? Stimmt das sogar? Ja, das ist ja unglaublich. Stimmt sogar. Protoss gegen Zerg. Hartner gegen Shaggy. Shaggy mit großem Gigi. Cooler Name. Spellt das schon das GG? Ja, auf jeden Fall. Schon allein, irgendwie habe ich gerade ein Problem mit meiner. Irgendeine Idee, wo da sowas herkommen kann? Irgendeine Funktionstaste aktiviert oder Steuerung oder sowas in der Richtung? Ist eigentlich nichts aktiviert. Aber in dem Moment. Kannst du erstmal schon mal sicherheitshalber voll machen, dann haben wir das schon mal hinter uns. Ja. Ansonsten darf ich jetzt ja einfach keine Tasten auf der Tastatur benutzen, aber das wird für den restlichen Spielabend noch ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Also irgendwie will ich es schon so ein bisschen rausfinden, woran es liegt. Wenn du jetzt eine Taste drückst, dann wird es minimiert oder was? Ja. Wenn ich D drücke, zum Beispiel. Mach mal D. Und ich weiß gerade nicht so richtig, woran es liegt. Und das nervt irgendwie sehr. Ja. Irgendein Programm klaut einfach die Hotkeys. Tja. Na gut, muss ich das halt irgendwie gerade mal mit Hand von Hand machen. Oh, hat man hier richtig aktiv mit seiner Probe. Aber das macht er auch schon ziemlich gefährlich. Wenn er zeigt, dass schnell ist, kann er die Probe auch schnell mal raussnacken. Mhm. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass es in diesem Programm liegt, aber schauen wir mal. Nipp, das war's nicht. Scheiße. Na gut, dann hoffen wir mal, dass es einfach funktioniert. Soweit hier noch alles normal. Shaggy möchte jetzt hier seinen Hatchery setzen, aber Hartner blockiert das erstmal eine Weile. Hat er die gerade eventuell eins zu weit links gesetzt? Glaube ich nicht, dass es mit dem Gas dann gehen würde. Ja, stimmt. Aber irgendwie sah es mir gerade ein bisschen merkwürdig aus. Er hat da auf jeden Fall die gut reingequetscht. War nicht viel Platz zwischen der Drohne und dem Baupunkt der Hedge hat er, glaube ich, den Zeitpunkt erwischt. Und schon ist der Wall hier fast perfekt, würde ich sagen. Wall fast perfekt. Musst du noch drauf? Logischerweise früher, später mehr kennen. Wahrscheinlich sogar eher früher als später. Aber auch das wird jetzt passieren. Schönes Opening bis jetzt vom Hartner. Ja, und Shaggy interessanterweise jetzt erstmal ohne Linge. Also ich glaube, eigentlich sollte man dann schon zumindestens Zweilinge produzieren. Also ich mache es immer ganz gerne, einfach vorne welche stehen zu haben.
auch wenn du sie nicht brauchst, um, sag ich mal, jetzt hier irgendwie einen Pylon abzureißen oder sowas, dann würdest du ebenfalls mehr setzen. Aber ich meine, das bringt ihn halt ökonomisch dann doch ein bisschen voran. Kann jetzt hier seine Exe schon ein bisschen ersetzen. Und die kommt doch fast perfekt. Gerade bei 25 Minereien zu spät. Und hier kommt der Drone-Transfer. Ah, da kann er noch ein bisschen dran arbeiten. Sind hier mit den Minereien umhergefahren. Muss dann auf dem Level nicht unbedingt sein. Also da kann man die Minereien schon eher haben und eventuell, was weiß ich, wenn halt ein paar mehr Drohnen schon ein bisschen eher bauen oder sowas, eventuell noch die zweite Queen eher anfangen. Ja, Habner, Habners Exe steht jetzt hier inzwischen auch, hat auch das zweite Gas hier schon besetzt und die, das etwas übliche, langweilige Wings of Liberty Standard PVC nimmt seinen Lauf. Was soll man sagen? Ja, inzwischen hat Shaggy auch seine Zweilinge hier gebaut. Oh ne, das geht nicht. Übernimmst du mal? Ja, unser Wachhund hat anscheinend einen Gegner gefunden, den er hier attackieren wollte. Ja, wie wir sehen, jetzt wird hier endlich die Scouting Probe gefunden. Das gibt dem Zerg jede Menge Freiheiten auf der Karte. Und ich glaube sogar, dass nicht mal die dritte Echse vom Zerg jetzt gesehen wurde im Endeffekt. Das ist für den Protoss immer ziemlich unangenehm. Dann spielt man nämlich doch ziemlich ins Blinde rein und kann auch einfach mal in Ollen laufen. Aber ja, er hat sie noch sehen können. Er hat sie doch gesehen. Insofern. Ja, und jetzt kann er hier sogar die Linie vertreiben. Und das ist immer richtig bitter als Zerg. Keine Vision zu haben, wann hier eventuell noch mehr Einheiten kommen. Ich mag auch diese Situation eigentlich gar nicht, dass jetzt dieser Stalker hier kommt. Und du weißt immer nicht, okay, kommt jetzt noch ein Zelt nach? Muss ich eventuell mehr Linge produzieren? Shaggy macht das jetzt hier einfach mal, weil auch ein Stalker ja schon ein bisschen Schaden anrichten kann. Wobei, wenn du schon eine Queen an der Base hast und eventuell mit den Drohnen Surround oder sowas hinkriegst, dann kannst du den auch noch vertreiben. Aber ein Stalker kommt seltener rein. Von daher, lieber vorsichtig. Absolut, in dem Fall ist er aber alleine. Ja, Habner möchte hier einfach wirklich komplett hoch makronen. Ja, das sieht für mich doch eher wie der Beginn eines Mordor-Olens aus. Ja, viele Gateways, die geedit werden. Immortals werden gebaut, kein Observer in Sicht. Das ist aber auch ganz normal, weil man dann den Push halt schnell ansetzen kann und den Observer dann einfach nachschickt. Ja, richtig. Ich meine nur, das ist halt noch quasi so zusätzlicher Hint, was kommen wird. Ja, bei Shaggy bin ich mir gerade nicht so richtig sicher. Also, drei Gas, Roachhorn und Evo Chamber deuten halt schon irgendwie auf normales Roachplay hin. Aber normalerweise müsste er eigentlich zu dem Zeitpunkt jetzt schon eine Macro Hedge gesetzt haben. Und die fehlt jetzt hier komplett. Das heißt, er muss wirklich dann auf die Roaches bauen. Und das ist ja gerade gegen den Immortal All-In nicht unbedingt die beste Wahl. Also, da braucht man noch eine gute Bande an Lingen. Lingspeed wird jetzt hier fast fertig. Also, das hilft ihm auf jeden Fall. Aber ich glaube, selbst mit perfekten Macro reichen einfach die Larven nicht aus, um jetzt hier die ausreichende Anzahl an Lingen zu bauen. Selbst wenn alle Injects perfekt sitzen. Ja, Lingspeed wird fertig, so können sich die Lingen nochmal retten. Und der Push ist unterwegs. Der Push kommt und der Push kommt mit Warp Prism. Ist aber allem. Alles nicht so richtig schnell, muss ich sagen. Wenn es jetzt richtig losgeht und jetzt sind wir bei 10 Minuten, vielleicht sogar bei 10 Minuten 30, bis das erste Mal mit dem Warp Prism reingewarpt wird. Das Upgrade wird dann zwar dann irgendwann fertig werden, ungefähr zu dem Spielzeitpunkt, aber der Zerg hat halt jetzt schon die ganze Zeit die Möglichkeit, die Armee zu bauen, Gebäude selbst zu bauen. Und da sind auch schon richtig viele Roaches am Start, zusammen mit den Spines. Ich denke mal, damit würde das schon halten können. Und er weiß halt auch, dass keine dritte genommen wird. Wie gesagt, das Einzige, was mich bei Shaggy ein bisschen wurmt, ist, dass er einfach keine Macro-Hedge hat. Oder habe ich die irgendwie verpasst? Nee, er hat sie einfach nicht. Ja. Und mal gucken, ob sich Hartner jetzt hier sogar zurückzieht. Also wenn er die ganzen Roaches sieht, dann wird er sich bestimmt noch überlegen, ob er hier noch auch noch in die Spines angreift. Vielleicht geht er aber auch einfach auf die Natural. Schauen wir mal. Es liegt halt hier jetzt kaum ein zurück für Protoss. Der muss jetzt hier Schaden machen, sonst so weit hinten spielen. Ja. Und mit ordentlichen Force-Skills. Und das sieht gerade ganz danach aus. Also jetzt kaum noch die Force-Skills. Ja. Die Frage ist nur, wie viel hat er davon noch? Einige gibt es noch.
Also hier wirklich unglaublich gute Tauschspiele, was das angehen kann, dass kein einziger Einzel und gleich ein Verselle ist. Es fehlen ihm nur den Force-Field. Ich glaube, er hat noch ein Force-Field übrig, eventuell noch ein zweites. Bis jetzt macht er aber richtig gut Schaden hier. Und ich glaube, er kann jetzt hier Shaggy sogar richtig in die Bedrohung bringen. Die Natural wird auf jeden Fall fallen. Kommen aber immer noch mehr Reinforcements nach. Einige Roaches im Bau. Und jetzt hat er hier einen kompletten Surround auf seiner eigenen Armee. Ja, nicht ganz komplett. Hier wird noch viel blockiert durch die Force-Fields. Also wirklich. Force ist super geil gesetzt und Shaggy muss jetzt hier sogar Drohnen ziehen. Oh, das ist jetzt auch so gleich sogar vorne, das ist schon immer ein sehr gutes Zeichen. Ja, 12 oder 15 Arbeiter erwischt sogar. Oh nein. Scheiße. Ja, mal gucken, wie Shaggy jetzt darauf reagiert. Also erstmal nimmt er mehr Gas, baut mehr Roaches. Gas natürlich, ja, GG, das ist dann scheinbar seine Reaktion. Hatte keine Lust mehr. Irgendwas ist heute nicht ganz richtig. Immer wenn die Spieler GG sagen, kommt erstmal ein Lag-Screen. Irgendwas hat nicht hin, das ist irgendwie merkwürdig. Aber es war heute unser Glückstag, dachte ich. Ja, das scheint irgendwie nicht so der Fall zu sein. Ich möchte es auch gerne mal rausfinden, woran das hier liegt mit dem Dings, weil das nervt echt sehr. War das ein Intra-GG-Timing oder hat er schon einfach schon schneller gesehen vor dem letzten großen Kampf, dass er alles verlieren wird? Tja, gute Frage. Also ich kann mal sagen, ich finde, er war schon ziemlich weit zurück. Mit einer Roach-basierten Armee und dann kommst du dahin zu sagen, das ist auf jeden Fall ein schlechtes Zeichen. Er hat halt auch die Natural verloren. Ja, er hatte. Aber er hat die Natural schon wieder angefangen nachzubauen und der Protoss war halt, hatte nur die Force Fields, die von der Energie wieder so langsam nachkamen. Es war jetzt keine Möglichkeit mehr, die Armee so krass wegzusperren wie vorher. Ja, eventuell kommt's. Ja, ich bin mir nicht 100% sicher. Ich würde sagen, es kommt ein bisschen darauf raus, dass er hat die Natural verloren. Er hatte quasi nur zwei Basen. Die ihnen als Larvenproduktionsstätten zur Verfügung standen. Mhm. Und so konnte er einfach nicht genügend Roaches nachproduzieren. Und Roaches waren das eine und Linge wären eigentlich das gewesen, was er jetzt gebraucht hätte, um, sage ich mal, die Armee auch nochmal schön von hinten in die Zange zu nehmen. Ja, ich krieg das hier einfach nicht hin. Das nervt wirklich gerade ziemlich. Ich weiß auch nicht so richtig, an was das liegen kann. Irgendein Prozess, der jetzt hier das Ganze klaut. Der war es nicht. Ich schließe einfach jetzt alles. Alles ist es nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Gibt es hier Hotkeys? Ich krieg. Bist du sicher, dass du jetzt hier nicht irgendwas von deinen Funktionstasten hier auf dem Keyboard aktiviert hast? Nee, auf keinen Fall. Es gibt auch diese Möglichkeit, wenn man ganz oft Shift drückt, dass irgendwie sowas passiert in der Art. Mhm. Das ist es auch nicht. Ich hatte es irgendwann schon mal. Ich glaube, ich hatte das bei mir zu Hause auch schon mal. Meine Technik ist dann ja einfach immer die Computer leise erwürgen und dann nochmal neu starten. Ja, das macht sich jetzt hier gerade ein bisschen schlecht. Ja, ist natürlich klar, dass es jetzt keine Option ist. Ich glaube, da müssen wir jetzt einfach mit klarkommen. Nervt mich natürlich ziemlich, aber ja, musste ich immer daran erinnern, dass ich nicht die Tasten benutze. Ja, das ist wirklich krank. Gerade, ich kann jetzt nichts mehr eingeben auf der Tastatur. Tja, ich kann ja nicht. Ah, es ist passiert, als ich Skype benutzt habe. Vielleicht liegt es am. Ja, das liegt nicht an Skype. Oh Mann. Also wenn ich keinen Text eingeben kann, das ist schon wirklich sehr schrecklich. Ich beende jetzt hier einfach alles. Ja, ich glaube, es ist nicht am Schüler, aber das kannst du mal wegklicken. Das ist ja schön. Ja, das ist aber auch nicht. Das andere Ding war es eigentlich nicht. Ja, irgendwas muss es doch hier noch sein. Ja, also jetzt läuft eigentlich nur noch das Stream-Programm. Wenn es daran liegt, dann, ja, Pech.
dann geht wirklich nichts mehr. Du darfst die Taste nicht mehr benutzen, weißt du das? Ja, und das heißt aber auch, ich muss das Overlay ausmachen, weil sonst erscheint da einfach nichts. Na gut, müssen wir damit arbeiten. Also, momentan führt Harpner 1-0, das müssen wir einfach ab und zu mal erwähnen. Und dann wissen die Leute auch Bescheid. Na, das ist gut. Und er spielt die Nexus First. Also im letzten Spiel. Und Shaggy spielt hier auch Hatch First. Okay. Vielleicht möchte sich da ein bisschen was rausarbeiten. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Jetzt kommt hier auch die Forge von Harpner. Insofern, ja, die einzig richtige Antwort hier. Eine richtige BO. Zweiter Pylon. Aber wirklich, das Geld. Wirklich ganz schön greedy hier von Harpner. Das Gateway kommt sehr spät, erst nach dem zweiten Pylon. Mhm. Das finde ich schon, also es ist schon normal, dass man eigentlich die Forge Gateway und irgendwann später erst den zweiten Pylon, oder? Ja, meistens macht man dann so kleinen, kommt gerade bei 19 und lässt es dann erstmal relativ lange dabei. Mhm. Ja, so ist natürlich jetzt weniger Möglichkeiten mit den ersten ein, zwei Einheiten zu stressen oder falls es auf 4 geht zu spielen, weil das Gateway dafür einfach zu spät kommt, aber wenn er jetzt die ganze Zeit durch den Probe spawnen kann, dann hat er auf jeden Fall einen Makrovorteil und darauf wieder hinaus anscheinend. Ja, aber Shaggy im Prinzip eigentlich auch mit der richtigen Antwort. Also ich meine, er hat es natürlich jetzt inzwischen gescoutet. Weiß nicht, ob er dann gesehen hat, dass das Nexus First war. Auf jeden Fall auch eine sehr, sehr frühe dritte. Zum Vergleich, im letzten Spiel hat er sie bei 23 genommen, Supply, und diesmal 19 Supply, also wirklich komplett anders. Und deutlich früher. Die Probe schaut sich hier die Werbung für die Eye-Pistol an. Ja, fantastisch. Advanced Targeting. Get into the groove. Ja, scheint wirklich interessant zu sein, so lange wie die da abhängt. Ja, und Harpner jetzt hier im Macro-Modus. Die nächsten werden komplett chrono-boostet die ganze Zeit. Haben relativ niedrige Energie. Also, echt. Du sollst mich daran erinnern. Ja, ich kann auch nicht wissen, dass ich die randommäßig um die Tasten läuft. Und er geht diesmal auf Plus One Weapons. Und Shaggy hat seine Linie diesmal in Position. Mal schauen, ob wieder ein Stalker rauskommt, um den zu vertreiben. Ich denke mal schon, kurz oder lang. Also spätestens, wenn Harpner sie sieht, würde dann doch die erste Einheit, die hier gebaut wird, also diesen Stalker rausschicken. Der ist auch schon ein bisschen rausgerallied. Weiß, dass die Linie sich eigentlich immer hier positionieren. Ich mache es eigentlich immer so, dass ich quasi einen Link hier stehen habe und dann irgendwie den zweiten dann entweder an der dritten oder am Tower, weil eventuell verlierst du sonst beide, beziehungsweise du brauchst auch keine zwei Linke da. Okay, ich wollte gerade sagen, will er jetzt hier irgendwie einen One-Buy versuchen und mach mal die... Der bekannte Ein-Link-One-Buy. Naja, nicht um Schaden zu machen, sondern einfach um zu scouten. Das wäre... Ja, das macht keinen Sinn. Ja, in der dritten jetzt der defensive Spine, sogar zwei Stück. Möchte echt nochmal sicher gehen. Baut dafür aber auch keine Linge. Das hat natürlich den Nachteil, wenn sich Harpner jetzt entscheidet, auf die Natural zu gehen. Da ist nur ein Spine und eh die anderen umgesetzt sind, dauert es noch eine ganze Weile. Inzwischen haben wir zwar schon, ja, sag ich mal, halbwegs eine Creep-Verbindung zwischen den beiden Basen, aber halt noch lange nicht fertig. Aber wenn wir jetzt so sehen, wie 7 geht, Blinkstalker, das wäre natürlich ein Traum. Denn das sind immer richtig schöne Makrofights, die dann entstehen. Ja. Da kann man als Stack eigentlich nicht viele Fehler machen, das ist auch nicht. Wenn man da einmal Miss Micro, dann hat man sofort zu viele Stalker verloren, um da nochmal zurückzukommen. Aber es werden DTs anscheinend. Ja, und ja, DTs, ich glaube, die kommen nicht rechtzeitig. Ich glaube, dass wir jetzt schon auf den Layer gehen. Gut, aber bei der dritten ist schon Action, vielleicht kann er sich damit nur Zeit erkaufen. Nein, muss ich sofort zurückziehen, zwei wunderbar platzierte Spycrawler. Aber er hat auf jeden Fall Shaggy schon mal so weit gebracht, dass er hier von den Drohnen zurückfliegt. Und kann jetzt hier sogar den einen Spine abreißen und eventuell nochmal in die Minion allein gehen, sich nochmal ein, zwei Drohnen schnappen. Und Shaggy produziert auch momentan. Ja, okay, er muss jetzt Drohnen produzieren, weil er hat scheinbar gemerkt, dass er einfach viel zu wenig ist, viel zu wenig hat. An der dritten sind hier kaum welche. Die Natural sieht gut aus, von der Verteilung her aber nicht ganz optimal. Da 18 Arbeiter an der Natural und nur 9 in der Main Base. Und ja, ziemlich viel Armee, aber wirklich kaum Economy.
Slow Roach und Slow Links, glaube ich. Ja, und Link Speed braucht man, weil Links fertig wird. Auf Roach Speed geht er jetzt inzwischen. Aber es wäre echt schön gewesen, wenn die normalen Timings einfach da gewesen wären. Dann hätte er mit Link Speed jetzt die Stalking einfangen können und mit den Roaches dann die komplette Armee einfach erledigen können. Das hätte ihm nochmal einen guten Vorteil verschafft. So musste er sich hier erstmal zurückziehen und die Armee defensiv einsetzen. Jetzt kommen nicht die ersten DTs, hat sich dann echt Zeit gelassen, bis er das erstmal richtig reingeworfen hat. Aber der Zelt denkt noch nicht an solche Möglichkeiten, wird zumindest ein bisschen Schaden anrichten können. Schauen wir mal, wie schnell reagiert wird. Ja, hier sind auch schon zwei DTs, die jetzt hier in der Mainbase bzw. in die Natural gehen. Er verteilt wirklich die DTs überall. Das heißt, der Schaden wird auf jeden Fall entstehen. Und genau, da wird auch schon gemacht. Spines werden abgerissen. Hier ist der DT in der Main, in der Natural unterwegs. Und in der Main schon gut was an Drohnen. Auch 6 Skills. Ja. Schauen wir mal, wie viel Arbeit er insgesamt verloren hat. Ah, Mist, ich kann es nicht anzeigen. Obwohl, warte mal, die Sachen mit Steuerung gehen, das geht. Wunderbar, 14 Arbeiter hat er da erwischt. Und man sieht ja, es dauert recht richtig lange, wenn der Observer auch hier ist. Und jetzt zieht er doch nochmal ein Blink-Stalker-Timing nach. Und das wird jetzt, denke ich mal, ziemlich stark werden. Denn die DTs haben schon recht Schaden angerichtet. Und wenn er will, kann er jetzt das Ganze auch noch mit Zenith Archon verfeinern. Hat dann etwas mehr Biss einfach in der Armee. Aber nicht den Vorteil, dass er mit gutem Micro halt einfach gar nichts verliert. Die Zeniths werden einfach, würden in dem Fall dann in jedem Kampf dann draufgehen. Deswegen würde ich einfach jetzt mit dem Blinkstalker was machen und die Armee ist vollkommen unbeschützt im Moment. Ja, voll aufgegeben. Die hat er sich komplett jetzt auf kostenlos holen können. Und ja, man sieht eigentlich, Shaggy ist zwar vom Supply vorne, wenn auch nur wenig, aber es sind halt nur Roaches. Und Blinkstalker gegen Roaches mit ordentlichem Micro. Und er macht nicht das Harper Blink Move, aber auch nicht den ganz perfekten. Also die stehen hier immer so, dass sie gerade nicht angreifen können. Da kommt der Harper Blink Move und gerade rechtzeitig. Also, Shaggy, jetzt wird's eng. Ja, jetzt Zeit für einen Scooby-Snack, würde ich sagen. Ja, und das, jetzt haben wir einfach die kritische Masse an Stalkern erreicht. Wir können jetzt einfach alles erwischen. Ja, war auf jeden Fall Tubex orientiert. Und so kann sich jetzt Yavne durchsetzen und holt sich den zweiten Sieg für Ezuba. 2-0. So, ich würde vielleicht gerade sogar mal versuchen rauszufinden, ob es irgendwie noch eine Möglichkeit gibt. Vielleicht kann ich einfach, wenn es an StarCraft liegen sollte, wobei es gibt in StarCraft nichts, was irgendwie die Hotkeys klaut oder sowas, oder? Normal nicht. Ah, okay, wir haben jetzt erstmal eine halbe Stunde Pause ohnehin. Dann könnte ich sogar mal den Stream einfach kurz ausschalten und mal rausfinden, woran es liegt. Ich kann nichts eingeben. Gucken, welche Tasten noch gehen. Ah, warte mal. Oh Gott. Wenn es daran liegt? Nee, liegt es nicht. Ich hab's rausgefunden. Man muss die rechte Windows-Taste drücken. Oh ja, ich hab's. Wunderbar. Okay, also, falls mal jemand irgendwie Probleme hat, dass scheinbar seine Windows-Taste gelockt ist, also so als würde man sie die ganze Zeit drückt. Die rechte Windows-Taste neben der Alt scheint das Ganze zu deaktivieren. Ich dachte eigentlich, dass meine Windows-Tasten deaktiviert werden. Machen wir das mal sofort. Gut, da können wir jetzt auch alles wieder anmachen, das freut mich wirklich sehr. Denn das war echt sehr nervig hier. Und dann bringen wir euch so lange, würde ich sagen, ein bisschen Musik. Ja, vielleicht können wir sogar mal ein bisschen auf die Coverage von der IEM hinweisen, die es hier von InStarCraft gab. Und ihr könnt euch ein bisschen vergnügen und dann geht's mit Poyo vom Team Mouse Control gegen Ezubas Frazy weiter um 21 Uhr, also eine halbe Stunde Pause und dann geht's weiter. Noch die Scores von den Spielen, die wir jetzt verpasst haben, ist ja eigentlich nur das eine.
Devil konnte sich gegen Optimus durchsetzen. Also da hat auch Izuba gesiegt. Das einzige Spiel, wo sich jetzt ein Spieler vom Mouse Control durchsetzen konnte, war Darkomicron gegen Mini. Okay, jetzt fehlt hier nur noch die Musik und dann kann es losgehen.
Ja, also wir zeigen euch mal kurz die Coverage, die wir so über die Intel Extreme Masters World Championship hier auf der CeBIT in Hannover vorgestern und gestern gebracht haben. Und zwar findet ihr da auf InStarCraft den folgenden Artikel, den letzten Tag der Playoffs. Ich poste gleich mal den Link im Chat. Und da habt ihr halt so feine Sachen wie eine kleine Zusammenfassung. Die meisten Updates kamen halt über Twitter rein. Da haben wir so, ja, also ein paar Sachen wie halt irgendwelche Bilder mit einem kleinen Text dazu geschrieben. Könnt ihr euch einfach mal angucken. Und das Interessanteste ist dann vermutlich hier die Fotogalerie. Da habt ihr halt einige Bilder vom Event, die man jetzt nicht unbedingt direkt vom Veranstalter, also hier von der ESL, gekriegt hat. Also wir haben zum Beispiel hier Bilder vom Caster-Team, was noch nach dem Turnier entstanden ist. Oder auch vom kompletten LGIM-Team. Da waren auch schon die ganzen ESL-Presseleute weg. Also echt ganz nette Bilder. Ich fand irgendwie das hier ganz schön. Wo haben wir es? Du musst den Pokal mal anfassen. Ich hätte es machen können, aber ich habe es nicht gemacht. Das fand ich irgendwie geil. Also das war jetzt nicht irgendwie gefotoshoppt, sondern das hat gerade diese super Reflexion gegeben und das war irgendwie nur cool. Aber man sieht halt auch so, was ich vorhin erzählt hatte, halt, dass First doch ganz schön down war. Das kann man auf dem einen Bild echt ganz gut sehen. Ja, hier muss er vom Coach ein bisschen, kriegt er seinen Pep-Talk. Und wo war das andere? Ja, zwischendurch hat Apollo noch den Pokal gestohlen. Ja, und hier kriegt First den Pep-Talk vom Coach. Und er hat halt schon ganz schön traurig so geguckt, als Yoda gefeiert hat. Wo finde ich denn dieses eine Bild? Ich glaube, das hier war es. Ja, es war halt irgendwie, ja, ein bisschen enttäuscht, vermutlich über sich selbst auch so. Und ja, aber ich meine, das ist ja ganz natürlich. Ja, also die Fotogalerie gibt es halt. Und dann haben wir auch noch ein kurzes Impressions-Video gemacht, das kann ich euch mal kurz zeigen. Ja, schauen wir uns das mal auf YouTube an. Na, YouTube will nicht, wir machen es mal auf eine niedrigere Auflösung. Ich habe das Video auch noch nicht gesehen, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was da passiert. Stand gegen Zuschauer gespielt. Das war ganz cool. Konnte man sein Können gegen ihn unter Beweis stellen. Ich glaube, sogar Sachen gewinnen. Ich weiß nicht, war nicht die ganze Zeit da. Ich glaube, dass es einen kleinen Spieler geschafft hat, als Hasu auch alles gespielt hat. Und so weiter. Und auch was hinten super, ja.
sein, das sehen natürlich aus, aber ich nehme an, wenn die da sitzen vor der Bühne und sowas, das kommentiert wird. Ja, und bei SMP natürlich immer viel Show. Monty war am Start, ich glaube, in der Bühne. In der Bühne, ja, sind Leute immer ziemlich abgegangen, haben für irgendwelche Freebies und sowas. Erste Teil. Schauen wir uns mal den zweiten Teil an. Ich poste gleich mal den Link, also wer sich es nochmal bei zu Hause angucken will, ist vermutlich besser als im Restream. Ach, auch das Ganze wieder auf YouTube. In der Bühne. Das möchte ich auch bitte haben. Das ist ein ultra riesiges, das ist glaube ich 5 Meter hoch. Das war jetzt halt am Samstag. Also quasi. War es. War schon gut. Könnte auch schon mal gewesen sein. Also, YouTube will heute wirklich nicht so richtig sein. Ja, die Dance Area war zwischen den beiden Bühnen, zwischen LOL und SC2. Und also ziemlich groß fand ich. Also ich habe jetzt mit dem Spieler nicht gesprochen, aber ich glaube so toll fanden die es auch nicht. Aber dadurch, dass alle, die da gespielt haben, eh schon aus dem Turnier relativ zeitig rausgeflogen sind. Und die anderen konnten halt neben der Bühne spielen, wo dann ein bisschen mehr Freiraum war. Das ist doch sehr nervig. Ja, das könnt ihr euch bei der Arena zu Hause angucken, wie wisst. Ja, das ist irgendwie LOLPRO, keine Ahnung, wer das ist. Und irgendwie nach dem ersten Video hatten sich Zuschauer gewünscht, mehr Messebabes. Also war ich eine Weile auf dem XMG-Stand und da gibt es Messebabes. In ausreichendem Maße. Ja, ich lasse das mal kurz buffern hier. Und poste mal nebenbei den Link, das heißt, wenn ihr es zu Hause selber schauen wollt, tut es. Und wie gesagt, es war halt, ich habe das halt während der Coverage, während ich Fotos gepostet habe, dann muss man auch die Hunde machen. Ja. Die Leute gehen halt auch irgendwie für, was weiß ich, was gab's, es gab Sonnenbrillen, es gab Nerdglasses, T-Shirts einige und irgendwas, was ich nicht identifizieren konnte. Ich schätze mal, es waren irgendwie Schlüsselbänder oder sowas. Und da gehen die Leute irgendwie anscheinend extrem zu ab. Schon Spaß, das zu schauen. Ja, so nicht. Ja, sorry, aber da kann ich auch nichts für. Ah, warte mal, aber ich habe eine Lösung. Eine Sekunde. Machen wir doch mal die clevere Variante. Samstag war dann hier dieses Publikum wirklich echt gut gefüllt, da war wirklich alles voll, dann haben wir keinen Platz mehr zu sitzen gekriegt. Davor war es ein bisschen weh. Ja, Technik war auch gespannt bei Ace. Sonst einige Leute.
ganze Zeit online gespielt haben, vor fünf Spielen. Echt verrückt. Jo, das war's. Ich hoffe, man konnte es halbwegs erkennen. Ansonsten, wie gesagt, die YouTube-Links sind im Chat gepostet. Könnt ihr euch selbst nochmal angucken. Und ja, wir haben, glaube ich, was haben wir gemacht? 100 noch was Fotos. Und da sind bestimmt einige ganz gute dabei, die ihr sonst noch nicht gesehen habt. Also schaut euch mal die Fotogalerie an. Da poste ich auch nochmal kurz den Link. Und ja, aber ich denke mal, beim nächsten Mal werde ich dann irgendwie mit der Coverage, beziehungsweise mit den Impression-Videos das ein bisschen anders machen. Weil das war irgendwie doch ein bisschen, weiß nicht, ja, so mach schnell, weil es halt zwischen Fotos machen, das Ganze posten und so weiter, hat man halt nicht so viel Zeit, da jetzt richtig viel Arbeit reinzustecken in das Ganze. Gut, ich glaube, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde, ne, 10 Minuten, also nochmal kurz Musik und dann geht's weiter mit dem letzten Spiel hier zwischen Ezuba und Mouse Control. Dann bis gleich.
So, und da melden wir uns auch schon wieder zurück hier. Jetzt mit dem 1v1 zwischen Poyo vom Team Mouse Control und Frazy von Ezuba Intel. Jetzt hoffen wir mal, dass du hier nichts Übermutiges hast. Die Spieler sind zwar trotzdem alle online gewesen schon, aber es kann trotzdem noch mal dauern, bis dann das Spiel zustande kommt. Ah ja, stimmt. Frazy ist gerade noch auf Klo. Aber ich denke mal, so ewig werden wir jetzt hier nicht warten müssen. Ja, stimmt, da oben wird angezeigt, wie viel seit der letzten. Thank you.
Writer. Er hat sich in den Plan geschafft. Ich muss jetzt noch Oldschool den gleichen Namen tragen. Den Tech. Ja, irgendwie haben viele von denen noch nicht den Namen geändert. Eigentlich hat man doch, oder kommt es jetzt erst mit HOTS? Eigentlich dachte ich, mit 204 gab es nochmal eine kostenlose Namensänderung. Habe ich auch gehört, ja. Ah, vielleicht einfach noch nicht eingesetzt, noch nicht so selbst bekommen. Noch getestet. Hm. Ich habe das Clan-Tech ja nie drin gehabt. Aber bis jetzt ist das Clans-Feature ja auch noch nicht so richtig ausgebaut. Ich meine, was hast du? Du hast nochmal eine Gruppe. Und du hast das Tag davor, aber ich kann mir jetzt zwar angucken, wenn ich auf sein Profil gehe, okay, er ist im kleinen Mouse-Control, aber das war's dann auch. Also ich kann jetzt nicht irgendwie raufklicken, gucken, wer noch im Mouse-Control ist oder sowas. Und das wäre halt eigentlich interessant, dass ich da nochmal irgendwie ein paar Statistiken oder zumindest halt weiß, wer ist da drinnen. Und dann wäre es mir halt noch, wenn du noch ein Logo oder sowas hochladen könntest, eine Website und Twitter und so einen Kack angeben. Aber naja, spätestens mit Legacy of the Void kommen ja dann nochmal ein paar Features. Sagen wir es hier, würde ich sagen. Ja, wir fangen einfach an, das passt schon. Ja. Ja, und jetzt laden wir auch endlich ins Spiel. Und die Startmap heute natürlich WCS Ohana. Beide hier Diamond. Diamond, sage ich schon. Master. Diamond wird es, glaube ich, zumindest in der Master Division nicht geben mehr. Obwohl eventuell noch irgendwelche zusätzlichen Spieler, die so auf der Ersatzbank oder sowas sitzen. Auf jeden Fall haben wir hier in der rechten unteren Ecke auf Ohana vom Team Mouse Control Poyo. Und in der linken oberen Ecke den Protoss Ezuba Frizy. Ja, und jetzt bin ich gerade am Überlegen, hatten wir heute schon, irgendwie kann ich mich heute nur an Protoss und das 2v2 erinnern. Viel Protoss, 2v2, aber hatten wir schon Terraner, so ein bisschen? Das war kein PvT heute. Ja, zumindest das noch nicht. Ja, nur indirekt halt im 2v2, aber das ist ja immer noch eine ganz andere Geschichte, ja. Hat man ja auch gesehen. Wobei die 2v2s heute fand ich eigentlich echt richtig gut, also... nicht unbedingt ultra cheesy oder sowas, sondern einfach nur schön ausgespielt und ja, schönes Teamplay zwischen den Spielern. Ja. Also ich denke mal auch, da ist die SC2CL vermutlich auch die Liga, die man verfolgen kann, wenn man sich, sag ich mal, Pro-Level 2v2-Strategien abschauen möchte. Wobei die halt auch wirklich viel Koordination erfordern und ja, da muss man wirklich, denke ich mal, relativ viel miteinander spielen, um es auch hinzukriegen und so ausfüllen zu können, wie die das hier machen. Bis jetzt werden hier die Gebäude vom Frizy mehr so randommäßig in der Base platziert. Ja, den Eindruck hatte ich irgendwie auch so ein bisschen. Ja, irgendwie einfach das Gateway hier vorne, die zwei Pylons. Gut, immerhin nicht schon irgendwie ein Setup für einen Artosis-Pylon. Also zumindest da reagiert er. Ja, hat das halbwegs sinnvoll gemacht. Ja, schon ein bisschen merkwürdig. Ja, gut, Cybercore schön in der Base reingebaut, also dass es halbwegs sicher ist. Ja. Aber das war es dann irgendwie auch. Ich meine, so viele Spiele, wie die Spieler hier rauskloppen, die wissen auch einfach, wie sie sowas zu bauen haben. Also da wird irgendwie schon ein Plan dahinter stehen. Ich glaube nicht, dass er einfach nur wie in Bronze-Liga jetzt einfach alle Pylons in eine Reihe stellt und dann irgendwie irgendwo seine Gebäude platziert, sodass er dann nachher Probleme hat, durchzulaufen oder sowas. Ja, auf Bronze-Niveau logischerweise nicht, aber es gibt ja schon noch Sachen dazwischen. Genau. Nein, es gibt ein Schwarz und Weiß. Ja, auf jeden Fall jetzt ein ziemlich aggressiver Exit vom Protoss und vom Terraner, logischerweise auch. Aber kein Salit gebaut und vielleicht glaubst du, klappt ein Dexter sogar angefangen, bevor der erste Stalker gebaut wurde. Und damit ist man dann schon gegen richtig viele Sachen erstmal aufgeschmissen als Protoss. Aber da muss ich in dem Fall von nichts Sorgen machen. Denn der Terraner baut nämlich auch die gaslose Echse. Ja, und ja, der Protoss weiß halt noch nichts. Also der hat wirklich null Scouting-Informationen.
Während hier Poyo wirklich relativ gutes Scouting hat, wusste von der Echse, dadurch, dass der SCV da wirklich noch im Gange war. Und auch der SCV bewegt sich jetzt hier Richtung Dritte. Und ich denke mal, der wird jetzt hier erstmal platziert sein, um einfach die Timings wirklich hundertprozentig zu wissen. Poyo jetzt auch mit Doppelgas und mehr Barracks. Ja, Marines sind schon super platziert. Naja, vielleicht nicht ganz super. Am besten ist natürlich, wenn du sie schon in der Konkave hier oben so hinstellst. Ja, ich glaube, das ist schon fast weg, was er da macht. Ja. So, und von Crazy haben wir die Robo und noch zwei weitere Gateways. Und die kommt auch schon der Probe-Transfer. Also extrem Standard von beiden. Ja. Beide wollen hier nicht gegen irgendwelche Cheeses laufen. Mit der nötigen Detection und einfach den nötigen Produktionsstätten allgemein. Sind eigentlich für beide fürs Mitleben perfekt ausgestattet. Hier kommt aber der SCV nochmal rein und der kann jetzt, glaube ich, hier alles scouten. Wird er vielleicht noch von Probes erwischt? Schauen wir mal. Die zweite ist vorbeigefahren, leider. Das ist Die zweite Probe hätte sogar aufhalten können. Jetzt weiß hier Polio natürlich komplett Bescheid, kann ich nochmal durch die ganze Base fahren. Ja, das sparte mir übrigens gerne auf. 52 Minerals geschenkt quasi. Ja. Our SCVs are under attack. Jetzt hat es den SCV erwischt. Und Frazy macht sich jetzt hier auch auf mit dem Observer. Und wird mal schauen, was in Polios Basis so am Bauen ist. Ja, und der hat Stimpak inzwischen schon angefangen. Holt sich jetzt noch die Factory dazu, um auch sein Gas ausgeben zu können. Und die Natural ist inzwischen auch besetzt. Arbeitertechnisch kann natürlich der Protoss seinen Vorteil durch den Chrono Boost hier ausnutzen. Aber Poyo hatte dafür die schönen Mules. Sodass das eigentlich nicht so die Riesenrolle spielt. Ja, Frazy kann jetzt hier mit dem Observer rein und sieht erstmal alle Produktionsstätten, sieht, dass hier noch ein Starport hochgezogen wird und muss dann schauen, dass er hier vielleicht irgendwie so ein Timing erahnt. Ich weiß nicht, Poyo bringt sich hier schon seine Marines in Stellung. Also so wie die Marines da stehen, das ist ja schon ein bisschen verdächtig. Ja, und hier vorne wird auch der Tower gut gehalten, können die beiden Stalker hier nichts machen. Schaut er sich das jetzt hier an? Sieht er diesen Observer? Ja, ich glaube schon. Die Marines, die bewegen sich jetzt hier unten zur Natural. Und ich glaube, die wollen den Observer hier abfangen. Er sieht ihn auf jeden Fall. Oh, da kommt der Scan. Und schafft das? Ja. Gut gesetzter Scan. Und so 3 Marines dafür eingesetzt. Ja, und so konnten vorne halt die Marines wunderbar den Tower blockieren. Und die zwei Stalker dürfen sich jetzt nicht zu weit vorwagen hier. Kommt auch schon der nächste Observer. Von daher, alles gut. Und interessante Wahl hier von Frazy mit dem Zealot Leg Speed. Ja, Speed Charge Shots werden wir gleich sehen und mit Armor Upgrade sogar. Das ist eine interessante Wahl. Es könnte jetzt so werden wie Zealot Archon. Da kann man nämlich das Armor Upgrade und damit die verstärkte Tankiness der Zealots halt sehr gut gebrauchen. Ja, Zealot Archon hast du halt, wie gesagt, das Armor-Vorteil. Ganz selten sieht man auch mal, dass dann auf Shields gegangen wird. Aber ich glaube, gerade wenn du halt schon Zealot Leg Speed holst, dann bringt das Armor-Upgrade deutlich mehr. Ja. Aber die Frage ist, ob das Timing jetzt hier noch zustatten kommt. Ja, ich denke schon. Also, ehe die Terran-Armee hier rübergelaufen ist, sollten beide Upgrades fertig sein. Ich glaube nicht, dass er die Basis hier halten kann. Also vom Army-Supply ist dann Frazy doch, beziehungsweise Poyo doch deutlich vorn. Mit den ersten Archons sollte es eigentlich schaffen, aber vorher ist es vielleicht nochmal ziemlich knapp, aber der Terraner bewegt sich erstmal nicht weiter vor. Insofern sollte es, hat er jetzt hier zumindest die Chance, den Nexus zu behalten, und das wäre dann schon ein Riesensieg für ihn. Denn so viel schneller mit einer dritten Base als der Terraner zu haben, das ist eine sehr kleine Idee. Ja, und mit seinem Legspeed und schönen Forcefields kann er hier die halbe Armee schon mal abschneiden und die kann sich nicht mal richtig wehren. Wie auch immer, dieser Marine hier, also das ist der Held. Das ist echt unglaublich. Wie hat es der geschafft? Das ist auch so der Feigling, der den Protoss irgendwie. Aber nebenbei hier ein Drop in der Protoss Main Base und vielleicht kann er hier sogar einen Templar Archive erwischen. Nochmal ein doppelter Stim. Ich glaube, es war schon auf dem Stim. Nochmal rauf. Templar Archive hat er erwischt. Und durch die wenigen Stalker müsste jetzt eigentlich mit seinem Marines hier sogar davonkommen. Oh! Wunderbares Feedback gerade auf die Medivacs. Da echt viel erwischt. Aber das eine Medivac kommt davon. Aber ich würde sagen, Frazy trotzdem relativ gut aus dem Kampf herausgegangen. 10 Worker hat Poyo erwischt. Und die dritte Basis steht noch. Von daher. Okay.
Hier kommt nochmal ein kleiner Stoßdruck. Jetzt weiß ich, warum er das gerade gemacht hat mit der Factory. Er wollte quasi das Leg Speed triggern, damit dies erstmal verbraucht ist und er mit denen reinrennen kann und sich dann zurückziehen. Nochmal ein kleiner Drop in der Main. Wird aber relativ schnell zurückgeworfen von Frazee. Obwohl, versucht sie das Multitasking, aber bis jetzt würde ich sehr souverän in der Defense von Frazee. Ja, und Frazee hat wirklich extrem viele Zealots gerade. Oh, wieder ein schönes Force Field, erwischt hier wirklich die Hälfte der Armee ein weiteres Mal. Und der Rest kann sich hier nochmal zurückziehen. Ja, das Krasse ist halt natürlich, dass die Medivacs hier noch lange Zeit am Leben bleiben. Wir haben auch wirklich viele Medivacs. Frazee ist mit der zweiten Forge und er geht schon aufs zweite Ground Armor Upgrade. Er könnte jetzt einen Tech-Switch machen, da er ja sowieso das Templar Archives verloren hat, aber er baut es einfach neu nach. Will erstmal beim selben Midgame bleiben, aber ich denke, dass jetzt sowas wie Kolosse auch eine gute Wahl gewesen wären. Ja, insbesondere weil wir halt nur den einen Starport haben und der pumpt momentan zumindest nur Medivacs. Dadurch, dass er halt schon den Reaktor hat, kann er halt relativ einfach switchen und eine ganz gute Anzahl an Vikings rauspumpen. Hat hier nochmal einen Slim geforst. Jetzt wird es wirklich langsam ganz schön kritisch. Vor allem, weil die Medivacs hier eins an anderen jetzt fallen. Ja, inzwischen hat er halt genügend Stock, um die Medivacs aufzuhalten. Das ist wirklich ein Hin und Her jetzt zwischen den beiden. Und auch von Supply her 100% ausgeglichen. 124 gegen 124. Also der Arbeiter fast ausgeglichen. Also krasser kann es wirklich nicht mehr gehen. Wenn wir uns die Upgrades anschauen. 1-1 für unseren Protoss. Terraner hat nur das Level 1 Weapons Upgrade, also liegt da ein bisschen zurück, aber durch Stim und Combat Shield gleicht sich das wieder so halbwegs aus. Geht jetzt inzwischen auch, beziehungsweise hat jetzt das Infantry Upgrade auch, das Armor Upgrade. Er scheint weiterhin nur ein Evade zu haben und damit wird er jetzt von Upgrades immer weiter nach hinten fallen. Und wenn dann die große Splash-Damage zum Post dazu kommen, dann wird es halt für den Terraner richtig schwer. Da kann man auch mit viel Micro dann nicht mehr viel machen. Deswegen sollte er jetzt sein Heil hier wahrscheinlich weiter im Angriff suchen und versuchen, den Protoss zu stören, bevor das Psystem-Upgrade hier fertig wird und der Upgrade-Vorteil auch noch größer wird. Ja, und jetzt mit Archons noch dabei. Gut, wir haben relativ viele Marauder. Und irgendwie kämpft hier nur die Hälfte von Frazees Armee. Der Rest wollte nämlich hier gerade an der Brücke irgendwas machen. Oh, schöner Storm. Das war der erste Storm, der hat schon mal richtig gesessen. Ja, und hier sind die ganzen Stalker, die noch gerade momentan gefehlt haben. Und viele, viele Zealots jetzt nochmal am Reinwarpen. Und gleich hätte er nochmal ein Timing hier mit Weapons Level 2 und Blink. Und da muss Poli sich jetzt wirklich zurückziehen. Wenn das fertig wird, dann möchte er bitte lieber zu Hause kämpfen, um auch mit Reinforcements das Ganze halten zu können. Die Archons machen hier gerade ziemlich kurzen Prozess, aber haben jetzt auch keine Schilde mehr. Aber sie haben den Job getan und werden wahrscheinlich sogar den Kampf überleben und dann ist das nächste Mal wieder genau das gleiche. Der Puyo zeigt hier nochmal schönes Stutter Step und mit den Reinforcements kann er, glaube ich, hier Frazees Armee nochmal ein bisschen zurückhalten. Kämpft die nebenbei auch noch. Oben gegen ein paar Marines. Er ist immer noch vom Supply vorne, aber ich muss sagen, es fühlt sich nicht so an. Nee, man sieht es nicht mehr. Oh, und der Storm erwischt hier wirklich einige Einheiten, viele Einheiten im Roten und Gelben und nur noch zwei Medivacs, also die Stalker haben sich wirklich gelohnt. Das war jetzt hier ein kleines Opfer vom Boot, da werden wahrscheinlich alle Einheiten sterben. Oh, der Storm, auch nochmal ganz nett. Konnte zumindest defensiv hier noch was machen, aber mit der kleinen Armee sollte er sich jetzt nicht weiter vorwagen. Hier fehlt noch die restlichen Zealots. Ich weiß nicht, ich glaube, er overextendet jetzt hier ganz schön. Also, nimmt er die vierte im Hintergrund, warum jetzt hier unbedingt kämpfen? Gute Frage. Kommt nochmal selber zusammen, aber er sucht sich ja auch gerade eine richtig schlechte Position aus. Aber Poyo lässt sich auch zurücktreiben, zieht jetzt sogar SCVs. Mit dem Medivac soll das aber. Oh, oh, nicht mit so einem Money Storm. Der war echt top. Und ich glaube, jetzt kommt hier jede Sekunde das GG. Poyo hält sich, wacker. Ja, aber es wird jetzt immer schwieriger für ihn. Jetzt hat er schon ziemlich viel Evo verloren. Seine Armee ist weiterhin winzig klein.
Ich verstehe nicht so richtig, warum macht ihr hier eigentlich nicht diese Planke bloß hoch? Ich meine, gut, dann fährt die drüben alles, aber hilft auch nicht. Ja, und Frazee im Hintergrund, richtig viele Arbeiter. Das heißt, irgendwie so richtig verstehe ich es nicht. Wie können die Supplies ausgeglichen sein? Wo ist die ganze Armee? Vom Folio hier. Das hat er viel im Bau. Aber es sind, glaube ich, auch die Upgrades, die hier wirklich ihn zu schaffen machen. Wir sind jetzt schon bei 3-2, also 3 Armor-Upgrades für Frazee. Und Poyo auf 2-2 nur. Naja, er ist dann zumindest näher rangekommen, als ich es ursprünglich gedacht habe. Ja, er hat sich nochmal ganz gut erholt. Seine Fehde wird gerade richtig gut behakt von Frazee. Da ist auch das Ganze zu klein. Was? Oh Gott. Wie auch immer die es dahin geschafft hat, aber... Frazee muss jetzt auch aufpassen, also die Armee von Poyo sieht dann doch relativ stark aus gerade. Könnte sich noch ein paar mehr Medivacs leisten. Aber jetzt kommt der herbeigewünschte Colossus-Switch und der kommt, glaube ich, gerade rechtzeitig. Vor allen Dingen Kolosse kombiniert mit High Templar forciert natürlich den Terran dann auch auf die Ghost Academy zu gehen irgendwann. Und da muss er sich natürlich entscheiden und vor allen Dingen gut scouten und sehen, wie die, sag ich mal, relative Anzahl an Einheiten so bestimmt ist. Also wie viele Kolosse, wie viele Einheiten machen. Immer wieder ganz nette Storms, aber nicht so schön wie in der Natural. Aber es reicht, um hier den Terraner ein bisschen zurückzuhalten. Der geht jetzt aber doch auf die vierte. Und mit der Anzahl an Marauder würde die eigentlich... Genu erwischen können. Der Rest ist fällt, aber vielleicht. Die Frage ist, ob deine Ziel eingesperrt wird. Oh, da läuft er mit dem Move Command rein. Alles ist rot. Ich glaube, jetzt fliegt er hier. Ja, er hat, glaube ich, einen Großteil seiner Marauder verloren. Jetzt ist der Kolossus da. Ob er den noch gesehen hat, das ist die Frage. Ja, wenn er richtig aufpasst, hat er ihn eigentlich schon gesehen. Konstant gutes Microcontrolling. Ja, also das macht er wirklich top. Immer schönes Stutter Step. Kümmert sich hier wirklich um alle Aggressionen, die Frazee ihm entgegenwirft. Jetzt wird er hier so ein bisschen in die Zange genommen. Also dieser kleine Verband an Einheiten, der muss sich jetzt hier echt schnell zurückziehen. Ist auch schon wieder rot komplett. Und Frazee hier mit dem offensivsten Pylon, das ist wirklich sehr heftig. Aber schau dir die Anzahl an Medivacs an. Krasse Sache. Aber nur 13 Medivacs. Der hat fast bei jeder Marauder sein eigenes Medivac. Oh, nicht mehr lange. Alle Medivacs so gut wie down. Und der Splash-Damage von den Archon wird jetzt den Rest geben. Und ich glaube, das war's dann auch für Poyo. Der ist so weit vom Supply zwischen hinten. Ja, Worker-Anzahl geht sogar noch relativ ausgeglichen. Aber echt Action non-stop hier zwischen den beiden. Und das Command Center wird nicht zu einem Planetary werden. Da haben wir irgendwie 9 Archons was dagegen. Und was für ein Abklang von Folio. Genau jetzt ist das 3-3 abgefälscht geworden. Er hätte so dringend gebraucht im letzten Kampf. Ja. Da hätte er vielleicht irgendwie, was weiß ich, die Planetary noch mal ein bisschen rumfliegen lassen sollen, dass die sich so ein bisschen damit beschäftigen oder sowas. Irgendwie vielleicht ein paar Einheiten sogar opfern. Und Frazee inzwischen jetzt auf 5 Basen. Fünfte noch nicht richtig am Start. Und auch die vierte kommt erst gerade zum Laufen. Aber ich denke mal, das wird sich dann doch in relativ kurzer Zeit bezahlt machen. Schauen wir mal an, was er so an Unit-Producing-Structures hat. Das ist ja dann häufig eher das Problem, dass man einfach nicht schnell genug, sag ich mal, Armee auch rauspumpen kann. Hat nur eine Robo, also mit dem richtig heftigen Koloss-Switch, dass er wirklich eine Masse an Vikings, ja, sag ich mal, zwingt, wird das nichts. 10 Gateways auf die Menge an Basen, vielleicht auch ein bisschen wenig. Ja. Aber momentan kann er sein Geld ja noch relativ gut ausgeben, von daher wollen wir da einfach mal nicht weckern. Und er hat jetzt ja auch keine 5-Base Eco am Laufen. Sein Main Natural, was glaube ich, dritte auch schon alle ausgelaufen. Er hatte halt jetzt extrem krasses Gas entkommen. Das sieht man ja auch daran, dass er so viele Argons jetzt bauen konnte und halt Wetter allgemein. Wow, wieder ein schöner Storm. Der hat wirklich auch viele Einheiten erwischt. Der hat Poyo nicht so richtig aufgepasst. Ist dann mit seiner halben Armee nochmal durchgelaufen und verliert jetzt hier auch richtig viel. Hat nicht wirklich eine Antwort auf die Argons gehabt. Und da ist auch das GG von Poyo und Frazee gewinnt hier die erste Map. Super Spiel. Stark gespielt. Ja, echt schön gespielt. Und man sieht halt auch so ein bisschen den Unterschied zwischen den beiden. Frazee scheinbar mehr so ein bisschen der Makro-Spieler und Poyo schon sehr Micro-lastig. Viel mit Multi-Pronged Attacks. Ja.
Er hatte halt fast das ganze Spiel über einen Basen-Nachteil. Das hat er wirklich extrem gut ausgleichen können durch gutes Makro, gutes Multitasking. Mhm. Ich schreibe ihn jetzt auf jeden Fall nicht ab, da ist ein Comeback definitiv möglich. Ja, schauen wir mal. Für was wird sich Poyo hier entscheiden? Als nächste Karte. Vielleicht irgendwas, wo sich halt Drops irgendwie, sag ich mal, mehr anbieten werden. Aber ich meine, Ohana ist jetzt auch nicht schlecht für Drops. Ja, welchen Map würde dir denn einfallen, die beste für Drops ist? Ja, schwierig. Am ehesten vielleicht Metropolis. Durch die Größe allein. Mhm. Aber schwer zu sagen. Ich denke mal, es ist vielleicht auch. Also ich nehme an, dass auch auf dem Level wird jetzt hier schon hauptsächlich Hotz gespielt. Und da sind die Medivacs halt durch den Boost nochmal viel, viel besser. Ja. Und droppen dadurch auch nochmal viel potenter. Und da macht es einen natürlich dazu schaffen, wenn man plötzlich auf Wings of Liberty zurückgeht. Ja, und wir laden jetzt hier in die zweite Map. Entombed Valley. Ja, gut. Wie sieht's hier mit Drops aus? Definitiv auch ziemlich stark, denn die drei Basen sind alle nah beieinander, aber halt nur vom Luftweg. Da musste der Bruder schon einen Blinkstalker haben, um zum Beispiel von der dritten zur Main mit den Dropships mithalten zu können. Ja klar, also das ist halt, ja, die Natural kann man noch relativ gut verteidigen, aber hier rüber, langer Weg, man muss die Rocks auf jeden Fall wegmachen und selbst dann ist es noch ein relativ langer Weg. Mhm. Also kann sich durchaus lohnen, aber vielleicht hat er auch was ganz anderes hier im Hinterkopf. Aber das Ganze wäre halt diesmal ein bisschen späteres Teil gegangen, irgendwie zu Two-Base und dann schon viel zu droppen. Ich glaube, das ist auf der Karte schwieriger. Ja, weil halt die Main ist sehr klein, die Mischung ist dann direkt daneben. Mhm. Und dann, ähnlich wie auf Ohana gerade eben, ist das Ganze auch noch von einer Rampe abgesichert. Ja. Ja, aber ich hoffe auch mal, dass sie nicht so ein Spiel machen, wo sie jetzt quasi beide auf drei Basen gehen und dann sehen wir erst die ersten Engagements. Also Poyo hatte nicht den Anschein, als wenn er solche Spiele, als wenn das seine Präferenz wäre. Zumindest im letzten Spiel nicht. Das kann natürlich jetzt im zweiten auch noch alles ganz anders laufen. Aber im Prinzip, wenn er jetzt einen etwas besseren Start kriegt, vielleicht eine BO wählt, mit der die frühe dritte von Protoss ein bisschen besser noch unter Druck setzen kann, dann hat er hier, macht er meiner Meinung nach auch alle Chancen. Mhm. Ja, wir haben wieder relativ zeitiges Gas. Letztes Mal hat er erst die Echse gesetzt, hat dann aber Doppelgas genommen, um dann auch relativ schnell mit der Medivac-Produktion anzufangen. Was passiert hier? Hidden to Rex, auch wieder so eine Art Maka-Rex. Ja, eben. Also die hatten wir doch letztens erst, ich wollte gerade sagen. Hier bietet sich das halt deutlich besser an als auf Metropolis, wie wir letztes Mal gesehen haben. Ja. Weil da wenigstens die Rex immer weiter vorne steht und nicht der Rush-Weg noch künstlich verlängert wird. Schauen wir mal, was Frazy macht. Oh, er geht in die richtige Richtung. Oh, und da dreht er wieder ab. Wollte kurz mal nach der Natural gucken, aber ja, warum sollte er da auch eine Rex erwarten? Das sollte da einfach gar nicht mehr gut. Ja, das macht halt keinen Sinn. Poyo scoutet hier in die falsche Richtung erstmal. Aber es wird ein ganz klassisches Two-Rex werden. Hier Reactor First, danach ein Tech-Lab und dann ein Push mit ein oder zwei Marauders. Definitiv ein potentes Timing, weil es halt so früh kommt und man dann mit Bunkern extrem viel machen kann als Terra. Das ist jetzt hier ein wichtiger Teil auf jeden Fall. Ja. Wo das sieht, dass keine Natural da war. Und er sieht sogar, dass Adam was gebaut wird. Das heißt, er kann jetzt seine BO perfekt anpassen. Ja, schauen wir mal, ob wirklich reagiert. Also, er hat diesmal natürlich trotzdem einen schnellen Nexus, aber nicht den Zealots geskippt. Und jetzt kommt hier noch ein Stalker dazu. Schauen wir mal, ob er jetzt auch ein bisschen. Er müsste jetzt eigentlich ja den Chrono Boost auf die Gateway setzen dann. Um das Ganze, sag ich mal, relativ einfach zu halten. Und mit einem Gateway wird er das auch mit Chrono Boost kaum halten können. Da braucht er schon mindestens noch ein zweites. Ja. Sonst werden das einfach zu wenig Abschiebe werden, um den zweiten. Und er sucht hier das frühe Timing mit einem Roller. Finde ich persönlich auch noch besser, als noch länger zu warten.
Denn jetzt, wie man sieht, ist der Prolus noch längst hier auf irgendwas vorbereitet. Das Warpgate ist noch nicht fertig. Ja. Könnte auch nicht fertig sein, wenn gehustet wird. Die zusätzlichen Gateways brauchen auch noch eine Zeit. Und zwei Stalker, wo ist der Send eigentlich? Hat er den hier in der Mitte eigentlich gerade erwischt? Also ich hab da eine Einheit gesehen, die da draufgegangen ist. Oh, jetzt wird hier sogar der Nexus fertig. Und da wird der Bunker gebaut. Also der Nexus, der wird wirklich schwierig zu halten. Ich weiß nicht, ob er jetzt hier schon direkt Schluss machen kann oder also, wirklich viel Ego-Schaden. Eigentlich muss man das als Prolus schon halten. Das ist nicht das erste Mal, dass er jetzt 2x Open sieht. Und das ist sogar mit nur einem SCV ja eigentlich gar nicht mal so brutal, wie es sein könnte. Man kann ja. Da kommen die weiteren SCVs. Man kann bis zu 5 schicken und dann ist es immer noch ein normales Opening. Wo bleibt eigentlich der zweite Murlock? Das frage ich mich die ganze Zeit. Da ist er. Und genau rechtzeitig sollte der Bunker hier fertig werden. Der Bunker fertig geworden. Das ist ja eigentlich schon jetzt extrem schwierig geworden für den Protoss. Ja, ich glaube, er hat sich jetzt hier auch fast... Jetzt sehe ich eigentlich kaum noch Chance, das hier rechtzeitig zu halten. Ja, so ein bisschen unschlüssig ist er noch. Hoyo ist auch gerade ein bisschen Supply Block, jetzt nicht mehr. Ja, der Nexus wird fallen. Der ist gefallen. Ich weiß nicht, ob Hoyo sich jetzt noch weiter hochtraut. Er nimmt zumindest seine Ex im Hintergrund. Versucht jetzt hier vermutlich noch so viel Schaden wie möglich rauszukloppen. Scannen die Main. Ich glaube, so wie er momentan aufgestellt ist, kann Frazy hier gar nicht rausgehen. Absolut nicht, da würde er seine ganze Armee verlieren. Und er ist auch gerade Supply-Blocked richtig bitter. Mit ein paar mehr Einheiten wäre es vielleicht sogar noch möglich. Ja, wobei, durch SCVs, viele Marines mit ordentlichem Micro, das ja vorher schon gezeigt hat, dass er das jetzt wirklich kann. Und der Bunker soll auch immer noch da haben. Also, ich glaube, ist erstmal noch gefangen. Ich wollte gerade sagen, Frazy kann sich einfach nicht mehr rausbewegen für eine gewisse Zeit. Robo ist fertig. Mit dem Immortal, ja, ist es dann möglich, dem Bunker gut Schaden zuzufügen. So richtig sicher rauszugehen, kannst du dann mit dem Kolossus, aber ich glaube, so lange will er auch nicht warten. Nee. Aber Pol könnte jetzt ja auch sich entschließen, einfach den Content aufzugeben, nach rauszugehen. Ja. Weil der Protoss ist jetzt eigentlich schon fast zum All-In gezwungen hier mit so späten Excel, dass es eigentlich dann fast unmöglich da als Protoss nochmal in Macht geben und dann zurückzukommen. Ja, und ich glaube, er muss jetzt seine Krone Boost auch auf die Gateways, beziehungsweise die Robo ist jetzt momentan Krone boostet. Das heißt, es ist wirklich nur, also der All-In wird forciert und jetzt muss Puyo halt nur noch entsprechend reagieren, zu Hause Bunker bauen und er zieht sich jetzt hier auch zurück. Stim sollte fertig sein, ehe der Push kommt. Ja, also eigentlich braucht er nur einen Bunker, vielleicht sogar Siege, denke ich. Ich weiß nicht, ob er sich in die Richtung bewegt. Nee, sieht nicht so aus. Also scheinbar nur Bunker, Medivacs und damit sollte es dann auch kein Problem sein, den Push hier von Frazy zu halten. Aber schauen wir mal. Frazy möchte mit einem War Prism arbeiten. Ja, richtig. Wahrscheinlich hier Speed im War Prism, was er jetzt machen will. Und das ist definitiv eine Option, um hier nochmal zurückzukommen. Denn dann muss der Terraner so viele Marines aufwenden, um das War Prism eventuell killen zu können, dass er vielleicht vorne einfach einbrechen kann. Aber man muss halt auch schon sagen, Pool hat hier einen extrem großen Vorteil. Man kann die Armee jetzt hier rapide nachproduzieren, hat Stim fertig auch nochmal quasi die halbe Miete, um irgendwelche Protoss-Pushes zu halten im Early Game. Ja. Ja, geht jetzt sogar auf Combat Shield. Das wird vermutlich vor dem Push nicht fertig werden, aber das ist auch nicht ganz so essentiell. Oh, dieser Marine hier gefällt mir. Also der hat jetzt geschaut, ob eine dritte kommt, beziehungsweise da eine sinnlos versteckte dritte gesetzt wird. Und jetzt guckt er halt nochmal, ist es hundertprozentig All-In? Hier wird auf jeden Fall der Nexus gesetzt. Und der Marine kann jetzt sogar einfach ungehindert hier in die Basis laufen. Sieht, dass da nur die drei Gateways und die Robo stehen. Und vielleicht sieht er jetzt sogar noch den Koloss rauskommen. Nee, das wird er nicht mehr schaffen. Da waren die Probes zu schnell. Ja. Ja, das ist eigentlich eine ganz nette Wahl, hier so reinzukommen. Kann dadurch nur gegen einen Bunker kämpfen, aber ich glaube, das wird trotzdem nicht reichen. Die Mortals gehen direkt auf den Bunker. Ja, aber der wird von den Mengen an SCVs, die wir hier haben, einfach nie wieder repariert. Also kein Problem hier für Poyo. Jetzt sind auch die ersten Medivacs schon da. Es wird immer schwieriger hier für Frazy, nochmal richtig Schaden rauszudrücken. Vielleicht kann er sich jetzt doch nochmal irgendwie in Makro-Game retten. Er bleibt vom Supply natürlich immer noch nah dran, aber ja. Der Terra Poyo hat jetzt nochmal richtig dick Rex geaddet, hat den Tag zu Medivacs vervollständigt. Und jetzt ist quasi der Moment, wo der Terraner vom Supply bald
richtig davon ziehen wird. Aber wobei, er ist halt irgendwie seit, weiß nicht, guten 30, 40 Sekunden Supply-Block. Von daher dauert es noch ein bisschen. Aber mit der Menge an Medivacs, die er jetzt hat, Marines mit Combat Shield. Upgrades hat er leider noch nicht. Ich glaube, er hat noch nicht mal eine E-Mail gebaut, oder? Ja, die wird dann sicherlich jetzt demnächst kommen, zusammen mit einer dritten. Und da macht er sich jetzt auf den Weg und wird Frazee ein bisschen unter Druck setzen. Und der hat sich jetzt hier doch nochmal für ein Mecho-Game entschieden, macht seinen Weg für die dritte frei, hat eine Double Forge geaddet und geht scheinbar auch auf mehr Kolosse. Ein Kolosse ist immer eine super Zahl für den Protoss. Und dann hat er genug Splash, um den Terraner richtig aufzuhalten, aber... Er muss den Terraner noch ein bisschen aufhalten. Und sowas ist wunderschön. Muss man aufpassen, dass er jetzt nicht irgendwie in den Surround gelangt. Aber das war wirklich echt schön gemacht, denn er muss ihn wirklich nur noch ein paar Sekunden aufhalten. In 20 Sekunden ist hier Thermal Lance fertig und das endet den Kampf nochmal rapide. Poi hier kommt mit der Factory angeflogen. Und hier oben will er einen Drop versuchen. Oh, und das ist so bitter. Da sind keine Stalker dabei, um hier die Debuff-Troops zu erwischen. Echt schade. Und ich glaube, die fliegen jetzt einfach ungehindert hier in die Main. Bringt er da die Stalker schon in Position? Ja, aber der Großteil der Dropships kann hier entladen? Nein, er wagt sich's nicht. Ah, das wäre so schön gewesen. Ja, das wäre so schön gewesen. Oh, Kack 3 ist. Setzt jetzt hier der Frazee hier noch den Nexus vor Poyos Augen. Poyo ist weiterhin auf 2-Base ohne Upgrades. Das heißt, er spielt hier wieder gegen die Uhr. Ja, eigentlich so eine schöne Position, die er hatte. Und jetzt wirft er es beinahe leichtsinnig weg hier. Frazees Upgrades werden jetzt bald fertig. Poyo muss jetzt hier sogar schon Vikings wieder dazu zu seiner Armee hinzufügen. Und hat er hier sogar Evex verloren? Ich meine, er war vorhin mit 4 unterwegs. Nein, die bereiten sich gerade auf den Drop vor. Und der könnte hier wieder nicht abgefangen werden. Aber er wird gesehen. Und das ist schon die halbe Miete. Aber keine Möglichkeit hier einzuwarpen. Und die Gateways werden gefallen. Und vorne massive Bewegung hier vom Terra, der wird hier. Ja, also der versucht es von beiden Seiten. Und das ist auch nochmal die Möglichkeit, hier um was zu reißen. Oh, hier werden nochmal viele Props erwischt. Also, das ist echt schön gemacht von Poyo. Aber er kommt doch nicht von vorne nochmal ran. Er lässt die Zeit, aber jetzt geht er noch zu treffen. Ja. Und Frazee hat jetzt den Vorteil, dass seine Upgrades gerade fertig geworden sind. Und wenn er hier mit guten Force-Fix nochmal ein bisschen einen Teil der Armee einsperren kann und nicht alle in die Medivacs zurückflüchten kann. Ah, Poyo bringt schöne Konkave, aber die Kolosse reißen es halt raus. Das ist nur ein Teil der Terra-Armee, der hier gerade gekämpft hat. Und das auch noch mit schlechteren Upgrades gegen jede Menge Splash Damage von Protoss. Ja, Poyo wirklich ganz schön unaufmerksam. Hier sind einige Einheiten, die einfach in keiner Control Group sind, nur sinnlos rumstehen. So kann er den Kampf natürlich nicht gewinnen. Ich glaube, wenn er mit seiner kompletten Armee da gewesen wäre, dann sähe das richtig schlecht aus für Frazee. Er hat zwar den Upgrade-Vorteil, aber hat doch eine relativ kleine Armee gehabt. Vom Worker Supply hätte sie wieder beide auf 40. Ja, also Poyo könnte jetzt hier sogar nochmal eine dritte setzen, wenn er denn wollte. Aber es sieht gerade nicht danach aus. Und die Armee hier sieht auch nochmal richtig stark aus. Das sind wirklich die Upgrades, die das Ganze hier wieder entscheiden können. Die Kolosse sind hier der entscheidende Faktor im Moment. Ja, also wenn Poyo es schafft, mit den Vikings hier die Kolosse rauszuprobieren, und es könnte sogar funktionieren. Erste Koloss fällt, aber vorne schmilzt auch die Terran-Armee dahin. Aber ich glaube, sie konnten einen Großteil der Protoss-Armee auch zerstören. Oh, jetzt wird es hier richtig eng. Die Medivacs sind noch am Leben und er hat auch noch viele Einheiten, die kommen aber immer noch langsam reingetrickelt. Muss ich hier nochmal zurückziehen und irgendwie kann Frazee jetzt auch mal seine Wirtschaft demnächst ausnutzen. Und wenn er jetzt hier mal richtig viele Warp-in-Runden schmeißt. Also der 2-2 Upgrade-Vorteil, der wird so groß sein für den Protoss, aber vielleicht ist aber ohne Einheiten helfen dir die Upgrades halt auch nichts und es wird gerade richtig knapp hier zwischen den beiden. Ja. Hier hat, also wenn der Terraner auch Warp Gates hätte, dann wäre das für Frazee schon lange vorbei gewesen. Das ist wirklich dieser lange Laufweg, der Poyo hier ganz schön zu schaffen macht. Und er kämpft hier wirklich mit, weiß ich nicht, einer Handvoll von Einheiten. Kann hier sogar nochmal den Morden rausholen. Schönes Feedback. Das ist echt, du kannst hier quasi die Straße, diese Ameisenstraße von Terraner Einheiten ja. Sehen.
ganz schön, schön auf der Mine zu beobachten. Und mich wundert es irgendwie, dass Frazee nicht so richtig abheben kann vom Supply. Also ich meine, er hat die Drittel, aber ihm fehlen, glaube ich, einfach die Arbeiter, um die auch auszunutzen. Ja, die Zealots kommen hier gar nicht erst ran. Das ist wirklich der Koloss, der hier den Großteil der Armee hieft. Die Arknuts natürlich auch, wobei der auch nicht so richtig so rankommt. Koloss fällt, zwei Vikings noch am Start. Wow, es sieht so aus, als wenn Pogo das Ganze nochmal rumreißen kann. Aber Frazee hat auch noch Warp in Runden. Der hat auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und Polios Armee wieder komplett aufgelöst hier. Aber da kommen jetzt die Reinforcements sogar rechtzeitig. Jetzt ist es hier so ein kleiner Mini-Fight, der ist noch normalerweise gut besser für den Terraner. Ja. Weil da die Minilex halt voll auftrumpfen können. Aber Frazee hält es hier die ganze Zeit schon mit massivem Supply-Defizit. Ja, aber er kann es definitiv immer noch schaffen. Einen Missmark vom Terra und das ist ja alles vorbei. Ja, zwei von den Medics sind auch schon richtig niedrig, aber er hat momentan gar keine Stalker, um die aufzulösen. Und er, was mich irgendwie ein bisschen wundert, er warpt halt auch wirklich hauptsächlich Zealots und natürlich die High Templar rein. Die High Templar sind natürlich auch richtig wichtig. Jetzt kriegt er hier aber richtig, richtig viel aufs Maul. Polo schickt immer mehr Einheiten nach. Ja, Frazee fehlt jetzt das Gas. Er hat jetzt wirklich viele Archons und mit den Archons, ja, eigentlich die gute Wahl. Muss halt nur zusehen, dass er wirklich nur Schildschaden nimmt und keinen Höhenschaden. Aber ich glaube, Polo mit der Menge an Medivacs sollte es dann doch was werden. Ja, die haben kaum noch Energie, also gerade die hier vorne wirklich fast null Energie. Aber das reicht, um den Frazee nochmal zurückzudrücken. Der hat inzwischen einen Warping gemacht. Zwei Zealots arbeiten hier an der Armory. Aber sonst noch nicht viel. Waffen wurde ich auch gerade selbst in seinem Kampf hier vorne beschäftigt, was noch wichtiger ist. Das ist echt ein Hin und Her. Ja. Also, ich weiß nicht. Meiner Meinung nach fehlen bei Frazee so ein bisschen die Stalker. Wenn er die Medivacs, die Anzahl wird nur größer. Also er produziert ja auch immer zwei am Stück. Was Polio jetzt noch machen könnte, um den Kampf irgendwie, ja, sag ich mal, deutlicher ausgehen zu lassen, seine Truppen mit den Medivacs vorschicken. Ich meine, das erfordert natürlich nochmal deutlich mehr Micro, aber so langsam wie die hier immer nachkommen, wenn er einfach sie in die Medivacs einladen würde, rüberfliegen, so viel schneller, ich glaube, dann hat Frazee nicht die Chance. Wenn dann immer die Reinforcements quasi schneller da sind, wird es deutlich schwieriger. Und er kann halt gegen die Medivacs auch wirklich nichts machen. Nur Zealots. Vier Stalker jetzt noch irgendwo dazugekommen. Ansonsten halt 12 Zealots und die zwei High Templar reichen nicht, um die ganzen Medivacs zu feedbacken. Und die haben halt auch wenig Energie. Und die... Ah! Pulsarmee sieht stark aus. Aber so richtig einen Surround kriegt er gerade auch nicht hin. Jetzt probiert er so ein bisschen was. Aber da kommt das Ding. Sich hier mal nach zu, ja, aber schöner Storm. Oh, und jetzt kommt hier Polo. Aber er traut sich auch nicht so richtig. Die beiden tanzen so ein bisschen umeinander rum. Polo versucht immer so ein bisschen hier einen Surround hinzukriegen. Aber er merkt halt auch, okay, meine Medivacs sind nicht mehr ganz voll. Will vielleicht auch warten, bis die Energie da wieder sich ein bisschen regeneriert. Und jetzt geht er auch endlich auf Level 2 Weapons Upgrades. Also, das Ganze zieht sich halt viel. Ja. Vom Armee ist er halt deutlich vorne, aber er hat halt den Upgrade-Nachteil. Und jetzt kommen hier von Frazee noch irgendwo die Tees und ich glaube, die sind hier in der Main gelandet. Ja, genau so ist es. Jetzt kann er hier ja, relativ frei eigentlich machen, was er will. Ein kleiner Stoßtrupp ist hier noch von Polio. Und ja, der macht erstmal nichts. Gucken, wie lange braucht er denn die Tee, er kennt. Eventuell macht er... Ja, jetzt macht er einen Scan. So kann er es auch relativ schnell auflösen. Und in der Mitte kommt es jetzt nochmal zu Kampf zwischen Frazee und Polio. Fehlen die Force Fields, um die Armee einzusperren, wobei da ist gar nicht so viel Armee, die hat sich nämlich schon ein bisschen eher zurückgezogen. Und selbst dann mit der winzigen Menge an Stalkern könnte er die komplette Armee einfach in die Medivacs einladen und Frazee kann nur zuschauen und winken. Aber der Frazee jetzt schon auf dem 3er Upgrades für die Waffen und 2 Armor. Das ist jetzt auch gleich auf Level 3. Holt sich jetzt sogar Schild-Upgrade. Das sieht man relativ selten.
Aber da er vorhin relativ viele Archons hat, will er die vielleicht auch wieder mit reinmischen in seinem Armeeaufbau. Poyo aber diesmal mit der richtigen Entscheidung hier geht auf Ghost Academy und wird dann, denke ich mal, so bald wie möglich auch Ghost in seiner Armee mit einnehmen. Ah, das nimmt hier eine kleine Gruppe von Marauder. Ah, schafft es nicht ganz hier. Holt sich aber einen Storm raus. Oh, das wird ein gutes Hin und Her hier. Oh, Super Storm. Wie hätte den High Templar da verstecken können? Ja, keine Ahnung, wird jetzt immer weiter in die Fläche, wo er eigentlich gar nichts verloren hat. Ja, aber inzwischen hat Frazee einfach gar keine Einheiten mehr. Hier sind nur noch die Kolosse und ein paar Stalker am Leben. Und nur mit Storms alleine schafft es gerade auch nicht. Ja, aber unglaublich, die Kolosse so lange am Leben zu lassen. Und das hat es jetzt ihm gereicht hier. Jetzt konnte er die Armee von Poyo fast komplett ausschalten. Aber Medivacs leben halt alle noch. Das heißt, die Reinforcements, die irgendwo produziert werden, ja, viel ist das eigentlich gar nicht. Er hat, glaube ich, viel zu wenig Produktionsstätten hier für die Größe seiner Basis. Er hat, glaube ich, bei Dritten noch welche, oder bei Natural. Irgendwo stehen da noch richtig viele rum. Aber er hat im Moment das Problem, dass seine ganzen Basen hier mehr oder weniger outmined sind im Moment. Ja, die dritte geht ganz gut, sonst war es nicht viel. Und er hat halt momentan null Antwort auf die Kolosse. Seine Medivac-Produktion ist gut, aber vielleicht sollte er langsam auf Vikings dann doch wechseln. Ja, das... Obwohl scheint ein Spiel zu sein, der Vikings einfach nicht gerne baut. Es war jetzt in beiden Spielen so, dass er die Skill vernachlässigt hat und allgemein allen... Ja, aber 8 Medivacs, also ich glaube, zumindest Koreaner gehen selten über 8 Medivacs. Weil du dann irgendwann musst du halt einfach die Vikings bauen. Und jetzt merkt man halt, also er hat null Antwort auf die Kolosse. Und Frazees Armee kann ja einfach machen, was sie will. Gut, kämpfen an der Planetary ist da vielleicht doch nicht die beste Wahl. Aber die Kolosse können jetzt ja einfach die SCVs ein bisschen dahin schmelzen. Und viel von Poyos Armee ist ja auch nicht mehr übrig. Jetzt muss er sich hier sogar zurückziehen und ich glaube, dann kann Frazee auch die Planetary erwischen. Ja. Vielleicht kriegen wir jetzt hier sogar eine Base Race. Und das sollte Frazee eigentlich für sich entscheiden können. Insbesondere, wenn er einfach ein paar Stalker hier in diese Position setzt und dann quasi die Medivacs schon vorher aufhalten kann. Rechnet aber anscheinend nicht so richtig mit dem Drop. Aber er muss sich halt schon fragen, wo ist die Armee überhaupt hin? Er muss sich das schon fragen, aber er sucht dann halt weiterhin in der Flucht und das ist in dem Fall die Angriff. Okay. Oh, das war ein super Storm. Hat einen Großteil der Armee erwischt. Aber das Shield-Upgrade ist wirklich noch fertig und die DTs können jetzt hier die Armee, glaube ich, ganz gut beschäftigen, eine Zeit lang. Zusammen mit den Zealots. Kann er hier diesen Drop aufhalten. Da ist das GG. Und so kann sich hier Izuba wieder durchsetzen und gewinnt damit den Clan War 4-1. Heute können sie mal zeigen, was in ihnen steckt. Ja, und ich glaube, damit haben sie sich auch ihre Position in der Rangliste deutlich verbessert. Schauen wir uns das Ganze mal an. Na. Erstmal danken wir uns natürlich bei den beiden Teams. Also, die haben wirklich schöne Spiele heute gezeigt, echt spannende Spiele, die sehr ausgeglichene waren. Und das hat wirklich Spaß gemacht zu casten. Ja. So, und dann schauen wir doch mal, wie momentan der Stand der Dinge ist. So. Gucken wir mal rein. Eventuell ist das jetzt sogar schon geupdatet. Einmal kurz Refresh. Ja, also Izuba ist jetzt schon fast aus der roten Zone raus. Die rote Zone natürlich die abstiegsgefährdeten Kandidaten hier. Die sind momentan natürlich noch Izuba, der Oldschool-Clan, Team Psy und Mouse Control jetzt auf dem letzten Platz. Haben bis jetzt irgendwie einen Draw gehabt. Was war der Draw hier? Da steht 2-2 gegen meine Sanity. Ja, ich glaube, da fehlen einfach noch Spiele. Also ja, eventuell sind sie auch nicht die letzten. Da fehlen einfach nur einige Spiele, die einfach nicht eingetragen sind.
Warum ist hier Team Psy noch nicht bestätigt gerade? Ja, da sind scheinbar noch nicht alle Spiele bestätigt, aber ich glaube trotzdem, dass sie ja, sich mit Team Psy den letzten Platz hier teilen werden. Während Izuba, glaube ich, jetzt aus der roten Zone raus ist, beziehungsweise mit Mindsanity kämpfen muss. Und dann denke ich mal auch noch vom Abstieg bewahrt wird. Und durch saubere Leistung heute zumindest gegen Mouse Control. Ja. So, dann gucken wir noch mal, was nächste Woche uns so geboten wird. Wollten wir hier nicht Oldschool Clan gegen Mindsanity? Wäre eigentlich eine gute Wahl, oder? Die sind ja auch relativ nah beieinander. Ja, eigentlich haben wir drei Teams mit mehr oder weniger derselben Anzahl an Punkten. Mhm. Aber wir hätten doch irgendwann nochmal so ein Spitzenspiel, war das? Ja, das ist das Finale. Ach, das war in der allerletzten Woche. Das Finale wird dann sein iPlay gegen Neurosoft. Okay. Also das wird ganz groß und da solltet ihr auch allen Bescheid sagen. Ja, quasi das Ende der SC2CL mit Wings of Liberty. iPlay gegen Neurosoft, das wird klasse. Das war, glaube ich, letztes Jahr schon, also letzte Season unser Finale. Und das war schon super und ich freue mich da richtig drauf. Die schenken sich nichts, die Teams. Ja, und nächste Woche, nicht ganz einfach. Wen haben wir denn jetzt noch nicht so viel gesehen? Schauen wir doch mal. Ich weiß, wo ich da nachschaue. Wo ist die Musik hin? Zeiten, Oldschool, Backenwehr, Tools gegen Miles, Neurosoft gegen Freaks. Mouse Control hatten wir jetzt zweimal. Neurosoft werden wir zweimal haben. Wollen wir iPlay zweimal hintereinander casten? Die hatten wir halt jetzt noch nicht so oft. Ansonsten könnten wir auch den wäre eigentlich egal. Freaks gegen Intel wäre auch gleich. Oldschool gegen Mindsanity wäre halt vermutlich am sinnvollsten. Haben wir keine nochmal direkt nacheinander. Okay, klingt doch gut. Ja, also dann würde ich sagen, nächste Woche sehen wir Oldschool Clan gegen Mindsanity. Und dann das große Finale am letzten Spieltag ist dann... Letzter Spieltag ist 24. März, aber nächste Woche erstmal am 17. März haben wir Oldschool Clan gegen Mindsanity und am 24. März dann das große Finale zwischen iPlay Esports und Neurosoft. Dann bedanken wir uns fürs Einschalten. Schaut euch nochmal die IEM-Coverage an von instarcraft.de. Guckt doch mal auf clans.de, schaut mal, ob da vielleicht was für euren Clan dabei ist, ob ihr euch da eine Clan-Seite im Forum eventuell erstellen könnt. Die Jungs haben da echt ein cooles Angebot und hoffentlich schaltet ihr nächste Woche wieder ein. Das war Serenity. Das ist Tschüss, Schock, schönen Abend.